Sind wir wieder. Hm? Grüß dich, Obi-Wan. Hi. Ach, so. Ja, wie geht's? Ja, siehst du, so müssen wir dann. Was ja, komm mal ein bisschen hier. Ich glaube, so sollte das dann passen. Ja. Oh, endlich mal wieder IEP. War Samstag das letzte Mal. Aber ich war zwischendurch offscreen nochmal ein bisschen dran und hab einfach noch für ein bisschen Verkehr gesorgt, hab noch die restlichen Blockstellen auf der Durchgangsstraße gemacht und so ganz läuft, einwandfrei läuft der Verkehr noch nicht. Und ich habe auch noch nicht rausbekommen, warum. Weil manchmal bleiben sie einfach an einem Signal stehen und dann ist irgendwie kein Auto mehr da, was dieses Signal freischaltet. Weiß nicht warum. Ob das jetzt an bestimmten Autos hängt oder an bestimmten Signalen, das müsste man mal noch versuchen, dann genauer rauszukriegen. Ja. Aber, schwupp, schalten wir einfach mal um. So, hier bin ich nämlich, hier oben habe ich mir noch, diese Ampel eingerichtet. Die einfach dafür sorgt, wenn zwei Autos trotzdem zu dicht auffahren, dass die dann getrennt werden, indem hier einfach eine sehr kurze Blockstelle drin ist. Und es sieht so aus, als ob die schon wieder nicht funktioniert. Schauen wir mal. Zack, steht er noch da? Ja, er steht noch da, der kann aber los. Denn die Strecke ist soweit frei. Grüß dich, Dragula. Hi. So, hier kann ich nämlich, zack, den auch mal so losschicken. Ah, oh, der kriegt das nicht unbedingt mit, dass der frei ist. Okay. Oh, das sollte aber normal aufgefangen werden. Oh. So, ich habe die Züge mal rausgenommen. Hier im Zugspeicher gucken, der ist voll. Auch die Kehre ist voll, weil ich mal so ein bisschen mit dem mit dem Güterverkehr experimentiert habe, so mit dem Zuliefern und wieder abholen. Na, hab mal da so ein paar Abläufe durchgespielt. Hier müsste er jetzt was abholen, und zwar die Rüben. Da hatte ich das letzte Mal aufgehört. Schauen wir mal am Hauptbahnhof vorbei. Genau, da steht die Lok. Also siehst du, unterstehen die Rübenwaggons. Die sollte er ja jetzt abholen können. Das können wir mal machen. Dass wir ihn hier auf den Weg schicken. Der gerade und der gerade. Das ist soweit dann schon richtig. Dass er die jetzt auch hoffentlich automatisch abholt. Wir hüpfen mal mit der Lok auf die Kamera rauf. Ja, und er sollte sie dann auch auf das richtige Gleis wieder raufstellen. Lok ist auf Automatik unterwegs, so wie sich das gehört. Und dann sollten wir ja gleich unten am Hauptbahnhof aus dem Schuppen rauskommen.
Das heißt, wir springen mal hier hin und gehen so weit wie möglich mit der Kamera vor die Lok, dass wir das dann auch schön sehen. Ne, dass wir möglichst mit der Kamera dann auch vor dem Lokschuppen schon sind, wenn er gleich umspringt. Prost, heißt Getränk übrigens. Ja, genau, dann kommt er aus dem richtigen Gleis raus. Ja. Stupst die Waggons an. Ja, koppelt an. Fährt dann noch weiter vorwärts, bis er den Befehl zum Wenden kriegt. Jo, wendet. Ja, und verschwindet wieder. Hui hui, husch husch. Ja. Das habe ich nochmal ein bisschen getestet. Und, ja, noch so ein bisschen Terraforming, ein bisschen Geländegestaltung gemacht. Wir schauen mal hier, dass er dann hier auch richtig... Na? Hier hat er nicht ausgelöst. Deswegen, okay, das ist hier nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Zack. So, lösen wir mal die Kamera. Und dann stoppen wir. Denn mit den Rübenwaggons muss er ja hier auf das Gleis. Das heißt, die Weiche muss noch hätte gestellt werden müssen. Eigentlich durch die Weichenstraße. Aber wahrscheinlich dadurch, dass sich die... minus 19 sollte passen. Von der Geschwindigkeit her. Dadurch, dass ich die Anlage zwischendurch gespeichert habe und jetzt gerade erst neu geladen habe, hat er das unter Umständen vergessen, weil beim Abholen aus dem Weinlager, da hat das problemlos geklappt hier mit dem Fahrstraßensignal. Und jawohl, das Abkoppeln und Entladen, das klappt hier also wunderbar. Und dann na, fährt auch ganz brav da hinten hin und steht wieder vor dem Signal. Genau, und dann ist hier wieder alles zur Ausfahrt bereit. Ja. Ja, ihr seht, ne, hier an der am Kühlhaus habe ich ein bisschen was gemacht und gibt noch ein paar andere Ecken, wo ich was gemacht habe. Na, den Tunnel habe ich hier ein bisschen versteckt. Das ist allerdings noch sauber zu machen. Dann hier, das Gelände ist texturiert einfach und hier habe ich auch dann schon mal so einen kleinen Höhenzug eingefügt. Eigentlich sollten die Autos hier fahren. Wo steckt er denn wieder? Ist das wieder hier die Einfahrt in Uhlstedt? Hier sowas zum Beispiel. Na, das wird durch das Signal oben am Kühlhaus dann aussortiert. Zack, 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 da steht nix, da steht nix. Gehen wir mal in die 2D-Ansicht. So. Da haben wir es, das Signal. Das ist öfter so, dass das auf Halt stehen bleibt. Auch wenn hier eigentlich alles frei ist und eigentlich... freigeschaltet sein müsste. Von den Kontakten her ist das in Ordnung, wenn ich das jetzt auf Fahrt stelle, das Signal. Ja, dann... Ah, okay, das ist auch...
Hey, das ist ja, nee, das ist ja einer, der gehört auf die Strecke hier. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das passiert, dass dieses Signal da nicht freigeschaltet wird. Ja. So, okay. Ja, ne, also hier das Gelände noch modelliert so ein bisschen. Und ja, ne, geskinnt, also mit Texturen versehen. Und da hinten gibt es auch noch einiges. Ich will aber erstmal hier sehen und zeigen, wie das mit der Steuerung funktioniert, mit der kurzen Blockstelle hier, dass ich damit dicht aufeinanderfahrende Autos wirklich auseinanderkriege. Und da kommt hier erstmal das kommunale Dienstfahrzeug an. Ja, der fährt durch und setzt die Ampel natürlich auf Rot. Und wenn er ein Stück weg ist, dann setzt er sie auch wieder auf Grün. No. Und jetzt ist es so, die beiden sind sehr dicht zusammen. Und deswegen hält der Rote jetzt. Und erst wenn der durch die nächste Blockstelle durch ist, dann kann er losfahren. Weil diese Blockstelle so kurz ist. Ja, bei den anderen Blockstellen kann es passieren, dass das Folgeauto schon hinter dem Vorsignal ist und dann nicht mehr durch das Signal angehalten wird. Ja, und ich habe ja die Vorsignale hier extrem weit vor den eigentlichen Signalen aufgestellt, damit die Autos halt eine gewisse Strecke langsam fahren und nicht am Signal warten müssen, sondern einfach die Zeit überbrücken, ja, indem sie langsamer fahren zum Signal, durch das Vorsignal halt schon abgebremst werden. Und das klappt halt nicht, wenn zwei Wagen so dicht hier aufeinander fahren. No? Und dafür ist halt diese kurze Blockstelle da. Weil die beiden dann wirklich trennt. Das Vorsignal ist hier wirklich direkt vor der Ampel. Ja, das heißt, das Folgefahrzeug kriegt es auf jeden Fall mit, dass die Ampel auf Rot gestellt ist und hält an. Wenn das Vorsignal weiter vorne gestanden hätte, hätte der Tanker das jetzt nicht mehr rechtzeitig mitgekriegt. Ja. Aber so hat er es mitgekriegt, wartet und erst wenn der Bus hier vorne durch ist, ja, dann gibt er die Blockstelle frei und so werden hier also die Fahrzeuge dann auseinandersortiert, ne, wenn sie zu dicht aufeinander sind. Wie jetzt hier diese drei. Ne. Das funktioniert also soweit. Ein Problem ist eben, wie gesagt, dass dieses Signal hier am Ortseingang von Uhlstedt, dass das eben manchmal nicht freigeschaltet wird. No. Okay, ja, wie gesagt, hier habe ich ein bisschen modelliert und texturiert. Hier die Kanalwand habe ich auch schon mal texturiert mit einer Felsentextur. Und wo sich eigentlich am meisten getan hat, ist hier dieser Bereich um den Holzplatz. No. Und hier, ihr seht, der ist vor lauter Bäumen kaum mehr zu sehen. Der Holzplatz. No, hier habe ich also kräftig Bäume gepflanzt, sodass man halt also auch was zu sehen hat oder zu sehen bekommt, wenn man hier lang fährt. Ansonsten, ja, hier das Eisenwerk hatten wir ja letztes Mal gemacht. Das war es eigentlich soweit, was hier offscreen passiert ist. Gut, hier habe ich glaube ich noch ein bisschen Gelände gemacht, aber nur wenig. Und das war es eigentlich. Ja. Ja. Sieht klasse aus, der Wald. Danke, Obi-Wan. Ja, ist halt, ne, das Masse. Masse bringt Klasse. No. Halt so ein bisschen überlegen, wie man die Sachen hier halt auch optisch voneinander trennt. No. Das ist
ist schon, ja, ne, das ist einfach Wald und da sieht man dann nichts. Außer man fährt halt direkt mit den Zügen durch. Ne. Und ja, heute wollte ich mal ein bisschen noch arbeiten an der Steuerung für den Güterverkehr, ne, den also der Spieler machen soll, dass das da ein bisschen weitergeht. Schienen- und anschlusstechnisch liegt ja alles so weit. No. Aber ja, der nächste Schritt ist, das, was ich heute machen will, ist, dass ich mir Funktionen programmiere, mit denen ich zum Beispiel hier jeweils einen Zug losschicke, ja, die ich dann später durch eine andere Steuerung aufrufe, ne, dass ich dann später einfach nur sagen baue, okay, schicke jetzt meinetwegen die Hopfenwagen zum Hauptbahnhof oder hol die Hopfenwagen vom Hauptbahnhof ab. Beziehungsweise ich habe es ja von der Logik schon so gemacht, dass wenn der Spieler zum Beispiel die Hopfenwagen abholt, dass hier die Weichenstraße auch entsprechend schon vorgestellt wird für das Abholen der Hopfenwagen. Ja. Und das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen, dass wir drei Funktionen haben, mit denen ich hier jeweils die richtigen Wagen losschicke. Also eine, was weiß ich, Cent Hopfen, ne, Cent Wein und Cent Rüben. Ne, dass die Wagen hier jeweils zum Hauptbahnhof geschoben werden und eine Funktion, um sie dann abzuholen. Ja. Und das, zack, das schauen wir uns mal an, wie wir das machen. Speichern wir die Anlage vorher nochmal. Ja. Und hier haben wir es ja. Ja. Ich glaube, da werde ich mir Notizen machen müssen. Schauen wir mal. So, ja, hier haben wir unseren Lua-Code. Ich habe mir, ach so, Werni ist ja eh nicht, jetzt leider nicht da. Ich habe mir die Funktion EEP Save und EEP Load mal angeguckt. Die laufen leider nur, wenn ich tatsächlich die Anlage speichere und wieder lade, sodass ich hier die Stände der Timer speichern könnte. Ja, wir haben ja bei den Bahnhöfen das Problem, dass wenn ich zwischendurch mal dann hier in die 2D-Ansicht gehe, in die Bearbeitung gehe, dass er dann vergisst, dass da Züge stehen und wie lange die da stehen. Ja, und das lässt sich leider mit EEP Save und EEP Load nicht lösen. Ja, da muss man sich eventuell noch was anderes einfallen lassen. Aber erstmal sehen wir zu, dass wir eine Funktion schreiben, mit der wir. Okay, das ist hier rein. Kommentar. Moment mal, das ist. Okay, das ist für den Hauptbahnhof. Das heißt, das hier können wir rausziehen. Der Printbefehl ist auskommentiert. Okay. Das heißt, den können wir auch rausnehmen. Und den können wir auch rausnehmen. So. Dann ist das hier das Ende. Und ja. Function. Okay. Manchmal ist es groß oder klein? Klein geschrieben. Function. Function. Wie nennen wir sie?
Sie sollten natürlich selbsterklärend und aussagekräftig sein, ne? Diese Namen für diese Funktion, mit denen ich die Güterwagen bereitstelle und abhole. Und Send nehme ich immer, wenn ich Güterwagen bereitstelle. Und Get nehme ich immer, wenn ich Güterwagen abhole. Ne? Also wäre das jetzt hier Send. Nennen wir sie mal Send Hopfen. Ist ja der ganz linke. Und Get Hopfen wäre der andere. No. So, dann gleich dazu kommentieren, was die Funktion machen soll. No. Schickt Hopfenwagen zum Hauptbahnhof. Das soll die machen, die Funktion. Und jede Funktion hat ein Ende. No? Denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So. Okay, das schluckt er erstmal. Schluck du Luder. So. Die Hopfenwagen, das sind die ganz rechten. Also muss er die Weiche 237 auf Fahrt stellen. Und das ist es auch schon. Den Rest habe ich nämlich hier soweit gemacht. Also er muss die Weiche 237 auf Fahrt stellen und Signal 256 auf Fahrt. Na, dass er die Lok dann hier losschickt. Okay. So, dann. EEP Set Switch. 257,1. Ist die Frage, ob das das Richtige ist. Oh. So. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich setz mir mal zack, zack, zack. Hier eine kurze Straße hin. Biegung Winkel Z90 und Länge 10. So. Dann kann ich da nämlich ein Signal ranpacken. Und zack, da, nehmen wir ruhig mal eine Ampel. Jojojoj, tausende Ampelvariationen hier. Das einfachste ist die. Okay, steht auch schon richtig. Und halt mal. Das ist jetzt natürlich hier nur zum Testen. Ne, es ist ja eigentlich Blödsinn. Eigentlich ist es ja Blödsinn. Denn wir machen uns das mal, bauen wir uns hier mal einen kleinen Steuerkreis. Länge 10. Winkel 180. So. Den verlängern. Na komm, schließ an. Jo. Und dann den hier. Auch noch. So. Jetzt kann ich nämlich hier für das Signal, wie üblich, na, bei Überfahrt Richtung 1 soll das auf Halt gestellt werden.
Und dahinter kommt der Kontaktpunkt, den ich eigentlich haben will, der dann meine Programmfunktion aufruft. Ja, Richtung 1, da soll er dann die Lua-Funktion aufrufen. Send-Unterstrich Hopfen. So heißt sie, glaube ich. Okay, schauen wir noch mal. Send-Unterstrich Hopfen. Jawohl, mit großen Anfangsbuchstaben jeweils. Zack, zack. Send-Unterstrich Hopfen. Okay. So, jetzt habe ich hier meinen kleinen Steuerkreis. zack, setze die Ampel mal auf Rot und dann setze ich da mal ein Auto rauf. Da, da, genau. Na, und dem sage ich jetzt, sag, komm, fahr mal 20. Wupp. So, na, wenn ich jetzt die Ampel auf grün schalte, muss die Weiche auf gerade geschaltet werden, wenn der Code richtig ist. Zack. Okay, war nix. Ich habe aber auch keine Fehlermeldung bekommen. Dann nochmal geguckt. Es ist aber 237. Da geht's schon mal los. Ne? Falsche Weichennummer hier angegeben. So. Und das Ganze nochmal getestet. Ja, jetzt macht das. Das ist jetzt richtig. Okay. No. Und das nächste, was die Funktion dann machen muss, ist, dass hier das Signal 256 auf Fahrt gestellt werden muss. No. Zack, zack, DEP Set Signal. 256, ja, 0, ne? 0 oder 1? Das ist jetzt die Frage. Mal gucken. Okay, hier in der Liste ist der erste Begriff Fahrt, also sollte 0 auch der Begriff Fahrt sein. Werden wir mal schauen. Ja, wenn sich die Lok jetzt in Bewegung setzt. Und das tut sie nicht. Das ist Signal aber 256. Okay. Dann ist es eventuell doch so. Das ist halt der Haken. Du musst alles testen. Immer schön Schritt für Schritt. Weiche, jawohl. So rum ist richtig. Ja. Und alles andere, was für den Ablauf nötig ist, das passiert ja schon durch die Steuerung, durch die Kontaktpunkte, die ich hier gesetzt habe. Ja. Jawohl, der hat die jetzt angekuppelt. Fährt damit zum Hauptbahnhof. Ich baue die Logik für die Fahraufträge quasi von unten her auf. Na, indem ich mir erst die Grundfunktion
zusammenbastle, daraus was Größeres mache und dann schließlich oben das soweit hier habe, ne, dass hier die Fahraufträge genannt werden und die Anlage dann entsprechend reagiert. So, die sind da und kommt da richtig zurück. Jawollo. No. Fährt geradeaus. Um, so, nehmen wir mal einen Zeitraffer. Schwupp. Okay. Soweit. Boop. Daumen hoch. Funktioniert alles. Bis auf den Stream, der scheint gerade bei mir zu stocken. Aber gut. Jetzt weiß ich nicht, was da hängt. Aber egal. Stream hängt bei mir. Wie sieht's bei euch aus? Wieder mal. Was ist denn da los? Okay. Einmal hinterher und einmal ausgefallen. Einmal hinge, einmal ist ausgefallen. Aber gerade geht's. Okay, dann schauen wir mal, dass sich das auch bei mir dann gleich wieder beruhigt. Ja. Ich lasse hier einfach nochmal die Seite aktualisieren. Offline, live. Komm schon, Kiste. Mach hin. Ja. Okay. Jawohl, jetzt sieht es wieder gut aus. No. Okay. Jetzt hat ja der Spieler den Auftrag, ne, die Hopfenwagen. Und ich dachte schon, es läge an TMU. Trackmania United ist hier mal ausnahmsweise vollkommen unschuldig, Obi-Wan. Ne? Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal. Ganz ausnahmsweise mal. So, jetzt haben wir ja schon am Hauptbahnhof die Hopfenwagen zu stehen. Ne? Die soll der Spieler jetzt zum Dings bringen. Und irgendwann wieder abholen. Eigentlich müsste ich das auch machen. Denn es ist so, wenn der Spieler die Wagen vom Hopfenbauern abholt, dann wird hier auch ein Signal gesetzt, das mitteilt, dass jetzt die Hopfenwagen zurückkommen. So. Und anhand dieses Signals wird eben die Fahrstraße hier gestellt. Das müssen wir jetzt von Hand nachholen. Na, wenn ich jetzt nicht komplett selber hier das nachholen will. Okay, das ist Signal 258, was auf Halt gestellt wird. Anlageninformationen. 258 hier, gefüllte Hopfenwagen abholen. Dann steht es auf Halt. Leere Hopfenwagen zum Hauptbahnhof, dann steht es auf Fahrt. Siehst du wohl. Das habe ich mir hier also schon notiert. Deswegen suche ich jetzt das Signal 258. Na. Das ist es. Ne? Und setze das jetzt. Damit habe ich quasi simuliert, dass ich die Hopfenwagen zum Hopfenbauern gefahren habe und dann von dort wieder abgeholt habe. Ne? Kann sie also jetzt erfreulicherweise einfach am Hauptbahnhof stehen lassen und mich daran machen,
die Funktion zum Abholen zu schreiben. Die nennen wir einfach Funktion get Hopfen Wein Rüben, weil ich diese Funktion für alle drei Güterwagen benutzen kann. Ne? Und die Erklärung dazu, ne, holt Hopfenwagen, holt Hopfen, Wein und Rübenwaggons vom Hauptbahnhof. No. Man sollte auch hier heißen Waggon und nicht Wagen. Radadazong, weg ist der Balkon. Dong. So. Und auch zu dieser Funktion gehört ein End. Und was die eigentlich nur machen muss, ist, dass sie die Weiche auf Abzweig stellt. Grüß dich, hi Hongs. So. ist das dann 0, 1 oder 2? Versuchen wir es mal mit 0. No. Und zack, zack. Mein ach so, hier fehlt Klammer auf, Klammer zu. So. Ja. Und der Jukuhu, mein Steuerpunkt, mit dem ich die Funktion aufrufe. Zack, der muss jetzt natürlich die neue Funktion aufrufen. Nämlich get Hopfen, Wein, Rüben. Irgendwie vermisse ich da sowas Schönes wie Syntax-Highlighting. Ja, ja. Du kannst hier auch einen externen Editor benutzen, musst dann allerdings immer nur den gesamten Text hin und her kopieren. No. Ich weiß nicht, vielleicht ist in der EEP 14 im Lua-Editor Syntax-Highlighting drin. No. So, schauen wir mal, ob er die Weiche richtig stellt. Nämlich die erste hier auf Abzweig. Ja, hat er. Sehr schön. Und die beiden anderen hier, die müssen auf Fahrt stehen. Na, damit er hier an den Waggons vorbeifährt. Und dann weiß er auch, er muss zum Hauptbahnhof fahren und Waggons abholen. Und das sind die Weichen. Lass mich mal gucken. 251 und 252. So. Tipp, 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 tipp. So, zack. Nein. So. Also 251 auf Fahrt und 52 auf Fahrt. Damit sollte die Weichenstraße komplett gestellt sein. Wir stellen hier einfach mal alles um, damit ich sie richtig sehe, dass er dann auch alle Weichen richtig betätigt. Testen wir die Funktion. Und bis auf den ersten. Den hätte er anders umstellen müssen. Sag mal, was ist denn da los? Zack,
237. Okay, muss der dann auf 2? So wie es aussieht. So. Zack. Und testen. Ja. Jawohl, jetzt macht das. Testen wir nochmal alle drei Weichen. So. No, das ist beim Programmieren das Wichtigste, immer, immer testen. Jeden kleinen Schritt testen. Jawohl, jetzt stehen sie alle so richtig. Gut, dann sind wir fertig für den nächsten Schritt. Dass wir nämlich wieder die Lok losfahren lassen können, indem wir das Signal auf Fahrt stellen. No, so wie wir das schon gemacht haben. Und jetzt sollte er. So. Zack. Oh, jawohl, er stellt die Weichen, er schickt die Lok los. Wir gehen mit der Kamera mal wieder auf die Lok. So. Ja, mit dem Syntax-Highlighting. Wir hatten hier ja immer schon den Fall, dass ich stundenlang nach einem Syntaxfehler gesucht habe. Ja. Das ist aber auch einfach irgendwo Übungssache. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, warum es sinnvoll ist, dass man in der Schule programmieren lernt, damit man sich an diese Disziplin gewöhnt. Oder überhaupt diese strenge Disziplin, die beim Programmieren notwendig ist, alleine um richtige Syntax zu schreiben, um damit mal konfrontiert zu sein. No? So. Ja, er schubst ein bisschen. Und dann koppelt er hoffentlich an und fährt zurück. Oder? Warum hat er das nicht gemacht? Ah ne, der schiebt noch. Der schiebt noch. Okay. Der hat die Kupplung offen. Und der hat sie noch zu. Er hat also noch nicht den Punkt erreicht, wo er die Kupplungen aufmacht. Sehr ein bisschen immer abhängig, wie genau der Spieler die Wagen hier abstellt. Deswegen ist da so eine Reserve dabei. Ja. Einmal Hemmschuh frei drücken. Ja. Ja. Wobei Hemmschuh, die Wagen haben hier halt noch die Bremse angezogen. Oder? Nee, die haben die Bremse nicht angezogen. Ja, das ist dann aber so die Physik, wie die hier funktioniert. No. Sagen wir ihm erstmal, dass er ankuppeln darf. Und dann sollte er aber so weit kommen, dass die Lok irgendwann wendet. Das hat doch vorhin geklappt. Warum klappt das jetzt nicht? Schauen wir uns die Situation mal an. Scrollen wir einmal über die gesamte Anlage, damit wir sehen, wie die Dinge tatsächlich stehen. Da haben wir den Weinbau. Zack, zack, zack. Ist der Kontakt so weit Richtung Weiche? Ja, er ist eigentlich schon drüber. Hier ist der Kontakt. Wo die Fahrtrichtungsumkehr hat. Ja. Für Route Gauss 2, das stimmt auch. Ja. Denn er hat die Route Gauss 2. Und zack, minus 20.
Machen wir das mal händisch. Also eigentlich von den Kontakten her sollte das funktioniert haben. Halt, das kann sein, dass das hier das Signal 257 nicht richtig gesetzt wurde. Wenn 257 halt ist. So, Extras. Suche Signal. 257. 257 ist halt. Also das war eigentlich schon soweit richtig. So, jetzt zieht sie jetzt jedenfalls wieder zurück. Da müssen wir uns den Ablauf eventuell nochmal angucken. Aber dazu haben wir ja noch mehrfach Gelegenheit, wenn wir die Funktionen für die anderen entwickelt haben. So, genau. Jetzt springt nämlich auch die Weichenstraße an. Schickt ihn hier auf das ganze rechte Gleis. So wie sich das gehört. Und abkoppeln funktioniert auch. Und sie bleiben auch schön stehen. Ja. Und er verzieht sich wieder in seine Hundehütte. Soweit. So gut. Jo, das passt doch schon mal. Das ist doch schön. Das speichern wir doch mal. Ja. So, dann geht's die nächste Funktion. Hoppala. Okay. Ist, dass er die Weinwagen zum Bahnhof schiebt. No. Zack, 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 zack. So. Das ist also dann die Function send Wein. No. Schickt Weinwaggons zum Hauptbahnhof. Wie gesagt, ich soll das ja auch noch ja nach Jahren verstehen, was ich hier zusammengeknödelt habe. No. Und dazu brauchen wir die beiden ersten Weichen, die gesetzt werden müssen. So. Und die muss auch auf Abzweig dann gesetzt werden. Das sollte es schon sein. So. Und unser Testauto. Nedel, 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 da ist er. Soll jetzt. Die Funktion hier auslösen. Send Wein. So. Und dann schauen wir mal. Stellen wir die Weichen wieder. Die ist gerade, also komplett falsch. Das ist ideale Voraussetzung für den Test. Na, er muss jetzt beide auf Abzweig stellen, damit er die Weinwagen rausschiebt. Wunderbar, das funktioniert soweit. Jucka. Na, kommt also dann der logische nächste Schritt. Das war die Lok losfahren lassen. So. Und mehr hat diese Funktion dann auch nicht zu tun. Zack. Und dann testen wir mal, wie das läuft. Zack. Weichen sind ja gestellt. Zack, Signal macht er dann auf. Wir gehen mit der Kamera wieder auf die Lok.
Jawohl, er fährt auf das richtige Gleis. Jo, da müssen wir noch dafür sorgen, dass er die Kupplungen aufmacht. Was er eventuell auch macht, wenn wir ihn einmal anschieben. Muss ich mir dann gleich nochmal angucken. Ja. Ach ja, ist schon so ein schöner Anblick, wenn das hier so einfach funktioniert. No. Zack, zack, zack. Genau, dann macht er die Türen auf. Schiebt die Wagen raus, fertig. Und zieht sich zurück. Oh. Und auf der Rückfahrt, zack, löst er das hier auch richtig aus, dass er außen dran vorbeifährt. Und sich wieder zurückzieht. In seine Hundehütte. Plopp. Geben wir mal ein bisschen Gas. Ach ja, das ist ja erfreulich soweit. Zack, genau. No. Jetzt müsste man nochmal testen, das Abholen. No. Und dazu muss ich hier wieder die hier eintragen. Erstes Leerzeichen löschen. Okay. Und dann mal zum Weingut runterscrollen. Das ist der Hopfenbauer. Das ist reingezoomt. So. Zum Weingut, zum Weingut. Da weint es sich gut. So, zack, zack. Da haben wir nämlich das Signal 259, das dann gesetzt wird. Oh, Anlageninformationen. Zack. So, Signal 259 gefüllte Weinwagen. Abholen. Weinwagen. Ja. So, und wir müssen jetzt das Signal 259 setzen. So. 259, das ist es. Ah, eventuell hat die noch das einfach ein bisschen durcheinander gebracht. Jo, schauen wir mal. No. Wenn wir ihn jetzt losschicken, dann sollte er außen vorbeifahren und die Waggons abholen. Zack. Jawohl, er stellt alles auf gerade, beziehungsweise hier die erst auf Abzweig, sodass er also außen vorbeifährt. So wie sich das gehört. Na. Na, so. Giga Ghost. Aus 2. Die hier ist es. So. So. Und darauf dann mit der Kamera. Und dann sag mal. So. Bleiben wir mal nah dran an der kleinen Köpf.
Beziehungsweise. Nee, das sollte ja. Da schubst er, da schubst er, schubst er. Okay, hier ist die Kupplung noch nicht auf. Und hier ist er auch nicht auf. Hier ist er auf. Wenn ich die Kupplung hier aufmache, dann. Okay, dann ist er noch nicht so weit, dass er hier. Vorbei ist. Das heißt, das mit dem Fahrtrichtungswechsel müsste noch klappen. Oh, was macht er hier? Ach, das ist zum Abliefern. Okay. Oh. Das heißt, ich muss entweder dem Spieler sagen, dass er die Wagen hier mit offenen Kupplungen hinstellen soll, oder einen Kontakt hinzufügen, dass er die Wagen die Kupplungen aufmacht. Jetzt. Das ist dann aber soweit okay. Und dann sollte er hier auch wieder richtig zurückfahren. Das nämlich. Jawohl. Fahrstraße geht an. Ist richtig gestellt. Und so gehört sich das auch. Genau. Und zack, stellt die Wagen hier ab und fährt in seine Hundehütte. Soweit. So schön. Das klappt ja. So. Hat er hier. So. Hat er hier die Signale wieder zurückgesetzt? Die 257 ist noch gesetzt. 257 gesetzt heißt, wenn Bahnhof zum aktiviert. Okay, das ist ja, das schaltet er dann aber auch nachher noch um. Okay. Soweit, so gut. Dann, um die Rübenwagen loszuschieben, ja, müssen halt die drei Weichen gestellt werden. Was können wir dann auch gleich machen? Ne? Da haben wir ja dann schon Übung drin. So. Zack, kopieren wir mal die gesamte Funktion und nennen sie Send Rüben. Schickt Rüben Waggons zum Bahnhof. Das Signal lassen wir nochmal auskommentiert. Und es muss ja auch noch 252 gesetzt werden. So, zack. Und zwar so. Jetzt sollte er die Weichen richtig stellen. Das werden wir dann gleich mal austesten. So. Zack. Und. Den Steuerkreis. Okay. So. Und bam, 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 bam. Stellen wir die Weichen mal falsch. So falsch wie möglich. So. Na. Na. Geh näher ran. Er ist kürzer, als du denkst.
Zack, zack, zack. Jawohl, er stellt sie alle richtig. Sodass er hier die Rübenwagen rausschieben würde. Sehr schön. Dann können wir das jetzt hier auch freischalten, dass er dann die Lok losfahren lässt. Jawollo, das sieht soweit gut aus. Klick, anschubsen, anschubsen, anschubsen. Er sollte sie dann auch irgendwann ankoppeln. Oh, jawohl, hier ist der Kontakt, wo er die Kupplungen aufmacht. Das heißt, der schubst da erstmal noch ein bisschen drumrum. Na, die Lok hat die Kupplung schon aktiv, aber dieser Wagen noch nicht. Das wird erst passieren, wenn er hier diesen Checkpunkt erreicht. Also gleich. Ja, und hat auch schon angekuppelt. Wunderbar. Das funktioniert also. Was hätte da oben bei den Weinwagen? Oh, da hätte das auch funktionieren können, sollen, dürfen. Geben wir ihm da mal ein bisschen mehr. So. No. So, dann schiebt ihr die zum Hauptbahnhof. Zack. Und dann schauen wir uns das gleich mal an, ob und wie er die da abliefert. Jawohl, er macht die Türen auf. Schiebt die Wagen raus. Ja, zieht sich gleich wieder in seine Vorhaut zurück. Und dann verschwindet er wieder. Macht die Türen zu. Ja, und kommt dann hier oben an. Genau. So soll das doch sein. Die Türen könnten ein bisschen Öl vertragen. Ja. Das ist vom Sound her so festgelegt, dass die so quietschen, ne? Aber. So. Das haben wir also soweit. Dann können wir auch die Funktion testen, dass er die abholt. So. Zack, zack, da. Das dann hin. Okay. So, und beim Rübenbauern haben wir auch ein Signal, das gesetzt wird. Das ist hier der Rübenbauer. Zack, das ist es. Das ist Signal 259. Okay. Gleich dokumentieren. 259. Was? Zweihundertneunundfünfzig ist doch der Weinbauer. Oh, dat. 259, ja. Das muss Signal 260 sein, eigentlich. Oh. Zack. Suche 260. Und 260 ist das. 57, 58, 59. Dann 265. Habe ich hierfür irgendwo Kontaktpunkte?
Ja. Der setzt das auf Fahrt. Und wo ist der? Da. Dann ist 265 für den Bauernhof. Oh. Weil es gibt keinen, der das auf Halt setzt. No? Kontaktpunkt für Signal. 265. So. Der muss jetzt zum Bauernhof. Zack, in die Richtung. Rute alle auf Halt. Okay, Route müssen wir umdrehen, aber ansonsten Route Spieler. Okay, das ist alles. Spieler auf Halt. So, zack. Und dann in den Anlagen Informationen. Ja, das auch noch dokumentieren. Gefüllte Rüben. Wagen. Gefüllte Rübenwagen zum Hauptbahnhof. So, das haben wir. Dann, zack, schauen wir am Hauptbahnhof, dass die... Okay, da stehen die ja. Die sind ja dann auch gefüllt. Mit Rüben, wenn wir es vom Bauern abholen. So. Ja, komm, füllen, füllen, füllen. Siehst du mal, ganz dicht hier. Und. Ja, halt mal. Okay, die Kupplung ist nicht aktiv. Die machen wir mal aktiv. Und die ist aktiv. Okay. Das ist das. Und Signal 265. Das ist gesetzt. Wenn wir noch mal am Hauptbahnhof gucken. Hier ist eigentlich, wenn er rausfährt. Okay, da fährt natürlich nur die Lok raus, wenn 257 auf Halt ist. 257 auf Halt hieß, dass er die Wagen abliefert, ja? Anlageinformation, 257 Halt, wenn Ghost 2 Wagen abholt. Aktiviert Kontakte zum Abkuppeln. Okay. Okay, das heißt, hier macht die Lok erstmal die Kontakte aktiv. Und hier, wenn 257 auf Fahrt ist, das ist ja, wenn er sie bringt. Das hat hier nichts zu tun. Und hier ist der Kontakt für den Fahrtrichtungswechsel. Aber hier scheine ich das doch hingekriegt zu haben. Denn hier müsste er ja jetzt einen Kontakt hin, der die Kupplungen aktiviert. Und dann, wenn er angekuppelt hat, hier rüber fährt, dann kriegt er die Umkehr. Das ist natürlich sicherer, wenn wir den eingefügt haben. So. Hierhin und Richtung 2
Für Zug, für alle müsste das sein. Die sind ja noch nicht zusammengekuppelt. Wenn 257 auf Halt steht, dann soll er die Kupplungen aktivieren. So. Okay. Der hier auch 257 gleich Halt, das ist dann die Fahrtrichtungsumkehr. Okay. Jetzt sollte das klappen, dass er die halt so weit schubst, selbst wenn die Kupplung hier zu ist. Ja, das können wir dann gleich mal testen, indem wir hier am ersten Wagen die freie Kupplung auf Abstoßen stellen, also inaktiv machen. Und dann unseren Zug zum Abholen auf die Reise schicken. Bei dem ist es ja so, bei dem werden die Kupplung automatisch aktiviert. Das klappt. So, dann gehen die Türen auf. Da kommt die Lok raus. Genau, und die schubst erstmal. Na, so lange, bis er die Waggons hier hat. Kann also jetzt ein bisschen dauern. Aber hier bei dem Waggon, na, die Kupplung muss dann umgeswitcht werden. Auf aktiv. Jawohl. Und? Jawohl, da hat er das, die Fahrtrichtungsumkehr. Sehr schön. Oh, dann zieht er sich da wieder zurück. Und wir gucken mal, dass hier dann die Anlieferung auch richtig klappt. Hier auf Fahrstraße ist geschaltet, Weichen stehen richtig. Und dann genau, ja, lässt er die auch stehen. Die rollen noch ein bisschen, ne, und werden entladen, so wie sich das gehört. Denn der nächste Ablauf ist ja, dass er sie zum Hauptbahnhof wieder rausschiebt, leer, damit sie zum Bauern gebracht werden. Ne? Sehr schön. Sehr schön. Das funktioniert ja hier soweit erstmal. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, speichern wir das Ganze nochmal. So, na, und dann gönne ich mir und uns und euch kleines Päuschen. Kennt ihr ja. Wir sehen uns also gleich wieder.
Da sind wir wieder. Zack, 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 zack. Plopp. Siehst du wohl. Okay, Mensch, das klappt ja heute wie am Schnürchen. Nächste Sache ist, dass die Rübenwaggons, wenn ich sie dann am Bauernhof abgeliefert habe, da automatisch beladen werden. Ein ähnliches Problem habe ich ja auch bei den Rundholzwagen, die müssen ja auch B- und entladen werden, ne? Genauso wie die Altmetall
Wagen. No. Also die Lösung, die ich hier für die Rübenwaggons finde, die müsste dann auch funktionieren oder sollte dann auch funktionieren für alle anderen Sachen. Deswegen schicken wir erstmal die Rübenwaggons zum Hauptbahnhof, dass wir den Ablauf auch einmal durchgehen. Soweit. Das heißt, unser Steuerkreis hier. Jetzt sind wir natürlich wieder am Hauptbahnhof. So. Unser Steuerkreis hier, der muss jetzt auslösen. Cent-Rüben. So. Hier mit den Signalen. Ja, das 265 ist ja jetzt leer, beziehungsweise wird auf Fahrt gesetzt. Position zeigen. Wie ist das? Ah, der hier. No. Der setzt das Signal wieder auf Fahrt. Das ist also auch okay. Darum wird sich gekümmert. Und 257. Dann brauche ich mich ja nicht drum zu kümmern. Das klappt ja. No. Also, zack. Lassen wir ihn die Rübenwaggons erstmal zum Hauptbahnhof schieben. Jetzt können wir einen Zeitraffer laufen lassen. Ding, 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 ne? Schiebt er und dann, jawohl, fährt er richtig los. Und am Hauptbahnhof. Zack. Wupp, da liefert er sie sauber ab. Oh. Und zack, da ist er schon auf dem Rückweg. Wuppdiwupp. Genau. Das ist also so, wie es sein soll. Dann können wir hier schon mal wieder umstellen, dass die Rübenwaggons abholt. So. So. Wenn ich ihn das nächste Mal losschicke. Aber jetzt werden wir den Ablauf per Hand nachstellen müssen. Beziehungsweise den Part mitmachen, den der Spieler machen muss. Ich habe nämlich hier keinen Kontakt, der dafür sorgt, dass die Waggons beladen werden. Und das bietet sich ja an, den hier hinzusetzen. In die Richtung. Schauen wir mal, ob die stimmt. Ne, ist die andere Richtung. So. Und der soll Ladung Rüben auf voll machen. So. Aber Zeit verzögert. So. Beziehungsweise, na gut, wenn ich mit der Lok hier vorbeifahre, ja, trotzdem. Lassen wir es erstmal ohne Verzögerung und testen dann aus, wie das mit Verzögerung aussieht. Ja, der Ablauf ist jetzt so, dass ich die Rübenwaggons vom Bahnhof abhole, hier zum Bauernhof fahre, hier geradeaus dann durchfahre, die Waggons hier abkupple, weiterfahre. Und diesen Kontaktpunkt hoffentlich erst passiere, wenn die Waggons abgekuppelt sind. Das ist der Trick dabei.
der Test, der funktionieren muss. Denn wenn das funktioniert, dann weiß ich, dass das auch funktioniert für alle Züge. Okay. Ja, der soll nicht auf das Auslösende angewendet werden. Ja, und das ist jetzt, das könnte jetzt eine Krux werden. Das könnte jetzt schwierig werden. Denn hier wird ja festgelegt, auf welches Fahrzeug, auf welchen Zug das angewendet werden soll. Und das ist die Sache. Hier habe ich nur Züge drin. Und wenn ich die Waggons abkopple, die kriegen irgendeinen Namen, wenn ich sie manuell abkopple. Ja. Beziehungsweise halt auch immer wieder einen neuen Namen, damit er intern mit den Zugbezeichnungen nicht durcheinander kommt. Das heißt, den Namen, den die abgekoppelten Rübenwaggons bekommen, den kann ich hier noch nicht festlegen. Das heißt, wenn wir... Ja, nee, das muss auch von hier aus klappen. Ich kann den Punkt natürlich auch hier nach vorne ziehen. Ne? Wenn ich hier den Kontaktpunkt hinlege, dann überfahre ich ihn ja mit den angekoppelten Wagen. Oh. Das können wir erstmal zum Testen so machen. No. So, zack, ab zum Hauptbahnhof. Dann die Spielerlok geschnappt. Und zack, losgeschickt. Hier muss er auf Abzweig. Da muss er gerade. Hier auf Abzweig, da auf Abzweig und hier sollte die Kupplung aktiv sein. Das ist schon mal gut. Soweit und zack, 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 zack. Dann kannst du mal. Ne, na, so. Geht's in die Richtung los? Okay, Motor vorne, merken. Oh. Noch die Kupplung vorne aktivieren. Oh. Dann holt der Spieler hier die Waggons ab. Bisschen nicht zu langsam. Aber wenn wir dran sind. Jawohl. Oh, jetzt kann er zurück. Hier ist richtig gestellt, hier ist richtig gestellt. Das, die Weiche muss dann auf gerade. Und dass er gerade durch den Hosenträger fährt. Hier fährt er dann auch gerade durch den Hosenträger und bleibt da vorne stehen. Das ist dann soweit auch okay. So. Automatik ist ein. Sehr schön. So, geben wir ihm mal ein bisschen Gas. Okay, und dann können wir ihn hier schon auf die Strecke schicken. Das wird ja automatisch geschaltet, die Weiche hier. Nicht, dass er uns aufs Gegengleis fährt, das wäre peinlich für alle Beteiligten. So. So. Zerwupze. Siehst du, und irgendwo sind mir mal wieder die Autos stecken geblieben.
Wegen eines Signals, das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Ob das wieder dasselbe ist, das wäre eine Möglichkeit. Dann könnte man da eventuell noch was machen. Aber erstmal fahren wir hier mit. Zum Bahnhof 2. Wo ist denn hier das Steuerauto? Das ist auch wieder ausgebüxt. Das kommt nämlich auch manchmal vor, dass die Steuerautos hier ausbüxen und doch auf die Hauptroute gehen. Es kann natürlich sein, dass das der Grund ist, warum hier manchmal die Signale nicht zurückgesetzt werden. Wäre eine Möglichkeit. Aber kümmern wir uns erstmal hier um den Ablauf mit unseren Rüben. Ja. Mangels Steuerauto müssen wir das Signal hier selber freigeben. Den Bauernhof, das heißt auf das ganz, das geht ja dann von dem Gleis aus, ja, auf das wir automatisch geleitet werden. Ja. Das sieht ja soweit gut aus. Wir müssten nur die Lok umsetzen. Dann passt das. Aktivieren. Hier kann er dann stehen bleiben. Da ist die Kupplung aktiv. An der Lok dann abkoppeln und Gas geben. Ich bin auf Handsteuerung, das heißt, ich ignoriere dieses Signal an dieser Weiche. Fahren wir mal geradeaus drüber. Also von rechts nach links. Von der Weiche aus gesehen. Wäre ausreichend, ne? Steuerautos verzichten, sind wir einfach den Verkehr dafür nutzt. Ja, das wäre auch eine Sache. Stimmt. Stimmt, das ist eine Idee. Das würde, glaube ich, das eine oder andere ein bisschen einfacher machen. Ja, wichtig ist aber die Taktung, ne? Ausreichend dicht, also den Verkehr dichter zu kriegen, ist nicht das Problem, es ist der Abstand. Ich brauche ja einen gewissen Mindestabstand. Weil ja ein Fernzug, der durchfährt, immer noch einen Nahverkehrszug rausholt und erst dann darf der nächste Verkehr. Erst dann darf der nächste Zug in den Bahnhof einfahren. Und dafür sind die Abstände mit dem Hauptverkehr zu kurz. Wow. So, wir haben die Weiche gestellt. Wir können die Fahrtrichtung umkehren. Wir können die Bremse lösen. Dann geht es jetzt nämlich hier auf dem Passiergleis, Ladegleis. Geht es auch wieder außen rum. Dann stellen wir die Weiche hier auch gleich richtig. Kurz ein bisschen aufspeeden hier das Ganze. So. Bremse anziehen, Fahrtrichtung umkehren, Weiche stellen, Kupplungen prüfen, die ist aktiv. Hier machen wir beide aktiv. Bremse lösen. Ja, also die Steuerung durch den Durchgangsverkehr auf den Straßen, da sind dann die Abstände zu kurz, glaube ich. So, Gas wegnehmen, dass wir sanft ankuppeln. So,
Deswegen kam mir die Idee, vielleicht könnte man, um den Abstand hinreichend groß zu bekommen, jeweils eine Verzögerungsstelle wie am Kühlhaus machen. Ja, beziehungsweise ich kann ja auch die Freigabe der Signale einfach zeitverzögern. Nicht nur durch den Abstand, sondern durch den Kontaktpunkt das dann noch verzögert auslösen lassen. Dadurch kriege ich die Abstände auch größer. No. Das wäre eine Sache. Könnte man drüber nachdenken. Und ich brauche es ja nur in eine Richtung zu machen. Das hat was, die Idee. Obi-Wan. Ja. Schauen wir mal. So. Das rechte Gleis hier, das geht zum Bauernhof, das linke zum Weingut. Da sollte ich dem Spieler hier noch Hilfen hinsetzen. Optische. Ja. Weil, gerade wenn dann hier noch mehr Landschaft ist und man das eigentlich nicht mehr sieht, dann weiß man nicht unbedingt, welches Gleis wohin führt. No? Deswegen, so wie wir es oben schon gemacht haben, Immobilie, so Modelle, Fass, no, kein Blechfass, kein Ölfass, das Holzfass, Weinfass. No. Da steht, no. Hei, 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 hei. Habe ich den hier doppelt drin? So mit Unterlegkeilen drunter. No, das kommt mal hier hin. Das ist natürlich dann ein bisschen schlecht zu sehen. Du hast deine Momente, es sind wenige und es vergeht viel Zeit dazwischen, aber du hast sie. Ja, zweifelsohne. Oh. Stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel. Was haben wir für den Bauernhof? Was können wir da nehmen? Düngerhaufen. Der Düngerstreuer. Der da, den haben wir ja schon mal benutzt. Den können wir direkt hier platzieren. Denn hier sind die Gleise ja noch sehr nah. No? Okay, das ist hier recht gut einzusehen. Ja. Einfach nur kleine optische Hilfe, dass man weiß, welches Gleis wohin führt. Denn jetzt kann ich mit der Lok. Zugbremse ist aktiv, okay. Ach ja, da hängen ja noch die Wagen dran. Das Vorsignal, ne, ignoriere ich hier, deswegen kann ich hier durch. Außerdem, okay, ich bin auch mal auf Automatik. Das ist soweit gut. Und ich kümmere mich mal kurz um mein Heißgetränk, was inzwischen hoffentlich durchgelaufen ist. Da bin ich schon wieder. Weiter geht's. No, folgen wir dem Zug hier mal zum Bauernhof. Na, dann sehen wir auch gleich was von der neu gestalteten Landschaft. Ein bisschen da hinten, wo ich immer noch ein paar Bäume hingestellt habe. Okay, Brücke passt von der Durchfahrtshöhe her. Können wir auch mit der Kamera schön drunter durchfliegen. Und dann. No, ja, okay, hier muss noch so einiges hin. Schön wäre natürlich, wenn es beschriftbare Tafeln gäbe als Wegweiser. Ja, Schilder gibt es. Das Beschreiben ist allerdings schwierig.
Also es gibt hier keine Elemente, wo du jetzt sagen kannst, okay, du platzierst hier eine Immobilie oder sowas, ne, die du dann in-game quasi beschriften kannst. So, machen wir hier langsam. Obwohl Weiche steht ja geradeaus. Na. So, zack, da haben wir den Kontakt passiert, ne? Und dann wird beladen. Dann schauen wir mal aus. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir zack, die Kamera wieder lösen hier. Ladung rüben, zack. Ladung rüben, zack. Erstmal entladen. Wenn wir diese Funktion zeitversetzt auslösen. Signalisierung. Da ist er. 60 Sekunden. So, wollen wir jetzt hier rüberfahren. Zack, dann haben wir da den Kontakt ausgelöst. No. Stoppen hier. Ja, okay, no, da ist die Lok aber noch dran. Gut. Auch vom Timing her ist das natürlich noch zu früh, viel zu früh. So. Dann gehen wir mit dem Ganzen nochmal zurück. Schalten wir uns hier mal die Ansicht Signale, stinkt die Immobilien ein. Dann sehe ich nämlich hier die Beladestation. Und wenn ich den Kontakt erst setze, wenn wir quasi mit der Lok an der letzten Beladestation vorbei sind, beziehungsweise erst hier hinten setze. Ne, hier. Dann sollten wir die 60 Sekunden zum Ab. Nehmen wir mal 120. So. Ja. Jetzt sollte das. Jetzt ist der Kontakt hier. Ungefähr. Und jetzt sollte der ausgelöst werden. Ja. So. Zack. Okay, ja, ist er ausgelöst worden. Aber wenn ich jetzt die Lok abkupple, ist dann die Frage, ob er die Wagen trotzdem noch voll macht. Und das fürchte ich, wird nicht passieren. So, 10:59 haben wir, 11. Warten wir mal, ist 11:02. No, nichts passiert. Und das ist die Krux. Das ist der Haken dabei. No. Dass die. Ja, auch wenn der Kontakt ausgelöst wird. Warte mal.
Zack. Wo ist der Kontakt? Da ist der Kontakt. Also der ist eindeutig ausgelöst worden, bevor ich die Züge abgekoppelt habe. Aber durch die Zeitverzögerung kommt der Befehl erst, wenn die Lok abgekoppelt wurde. Ja. Denn die Wagen sollen ja erst gefüllt werden, recht lange, nachdem die Lok abgekoppelt wurde. Ja, wenn ich jetzt hier als Spieler so ein bisschen hin und her schieben muss, werden die Wagen schon beladen, während ich die Lok noch gar nicht abgekoppelt habe. Ne? Und dann könnte ich gleich die gefüllten Wagen zurückbringen. Das ist ja nicht so Sinn der Sache. Ne? Obwohl, man könnte es natürlich so machen. Ja, das würde vom Ablauf her einiges verwenden. Na, das Problem ist ja, auf der Rückfahrt ist ja die Lok auch abgekoppelt. Und dann habe ich keinen Einfluss mehr auf diese Wagen. Auf die habe ich nur Einfluss, wenn die an der Lok dranhängen. Das ist es. Ja. Selbst wenn ich den Kontakt auslöse, während die Wagen an der Lok dranhängen. Wenn die Waggons abgekoppelt werden, kriegen die von dem betätigten Kontakt nichts mehr mit. Das ist der Haken. Ja. Das ist der Haken. Und dieser Zug, ja, der kriegt halt einen zufälligen Zugnamen, der halt auch wieder verschwindet aus der Liste, wenn ich die Waggons ankopple. Das ist der Haken dabei. Ja. Wenn ich jetzt... Wir können es ja machen. Ist ja alles keine Affäre. Ja. Ich setze hier an das Rückfahrgleis einen Kontakt. Der... Genau. Auf der Rückfahrt ausgelöst wird. Ja. Und sage auch hier wieder, dass er die Ladung rüben auf voll stellen soll. Aha. Denn das ist es ja, was passieren soll. Der Haken ist hier, auf Fahrzeugzug anwenden. Was der Kontakt macht, wird nur auf das auslösende Fahrzeug oder auf den für den auslösenden Zug angewendet. Und wenn ich jetzt mit der Lok hier drüber fahre, da ist nur die Lok dran. Keine Wagen, die die Ladung Rüben haben. Das ist der Haken. Aha. Das ist die Krux dabei. Oh. Ja, ist jetzt hier sogar so, dass es sofort so ist. Und wenn ich jetzt hier die Weiche umstelle und der Lok sage, okay, du fährst jetzt rückwärts, gib Gas. Auch im Automatik oder in der Handsteuerung, löst die Kontaktpunkte aus. Ja, in der Handsteuerung überfahre ich halt nur die Signale. So. So, jetzt bin ich über den Kontakt rüber und an den Wagen passiert nichts. Dann komm schon mal hier zurück wieder. Ja, das ist es halt.
Das ist die Krux. Ja. So, zack. Ja, ist ja gut. Das ist der Haken dabei. Ich krieg die Wagen nur befüllt, wenn sie an der Lok hängen. No. Das ist es. Und ich habe keinen anderen Weg. Da rumzufummeln. Selbst wenn ich jetzt das durch ein Steuerauto irgendwo machen würde, das ist ja nicht mit den Wagen verbunden. Das ist ja einfach. No. Moment. Es geht eventuell über Lua. Und da müssen wir mal gucken, ob ich die entsprechende Funktion habe. Denn es gibt eine Funktion, halt mal hier mal zumachen und wir gehen mal in die Hilfe, in das Lua-Handbuch. EP-spezifische Befehle, bum, 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 Zugfunktionen. Set Train Speed, Set Train Route, Set Train Route, Set Train Light, Set Train Smoke, Set Train Horn, Set Train Coupling, Front, Rear, Loose Coupling. Das ist, da haben wir. Okay. EPF2 Plug-in 2. Das ist blöd. Also, es gibt eine Funktion namens EEP Set Train Access, womit ich animiert bei einem Zugverband eine ausgewählte Achse ist, der komplett da, aber da braucht er auch den Zugnamen und den habe ich halt nicht. Oh. Das ist die Sache. Das ist die Sache. Da kriege ich also wieder dasselbe Problem. Da kann ich nicht sagen, dass er das für alle machen soll. Wartet mal, wir gehen mal hier hin und so, okay. Ja, da habt ihr jetzt einen Blick in das Programm mir manuell. Ja. Diese Funktion hier, EEP Set Train Access. Entschuldigt. Die bräuchte ich oder könnte ich verwenden, käme in Frage für das, was ich machen will, dass ich nämlich über die Programmiersprache die Wagen füllen lasse. Aber erstens braucht die EEP 11.2 Plug-in 2. Und ich habe nur das normale EEP 11, glaube ich. Nee, 11.3. Das heißt, die Funktion ist drin. Aber das Problem ist, die Funktion braucht beim Aufruf einen Namen des Zuges. Und den habe ich eben nicht. Oh. Das ist es. Und
Den kriege ich auch nicht. Das ist die Krux dabei. Ja. Deswegen werden wir das wohl oder übel so machen müssen, dass wir die Waggons beladen, sobald wir hier einfahren. Der Punkt wäre, glaube ich, ganz gut. Ohne Verzögerung. Ja. Dann ist das wohl leider nicht anders zu machen. Jedenfalls erstmal so weit. Ja. So, die stellen wir hier mal wieder auf gerade. Und dann zack. Schicken wir die Lok rückwärts raus. Okay, die Kupplungen sind hier aktiv. No. Ja, Zugbremse ist aktiv, ist ja okay. So. No. Zack, da ist der Kontaktpunkt. Und Motor ist vorne. Wenn ich jetzt über den rüber fahre, mit den angehängten Waggons, dann werden die eben gleich befüllt. Und das lässt sich leider nicht ändern. Ich kann die Waggons nur befüllen, solange sie an der Lok dranhängen, weil nur dann habe ich den Zugnamen. So. Das ist der Haken dabei. Doch, man kann. Obi-Wan, beim automatischen Abkoppeln geht das. Aber hier wird ja manuell abgekoppelt. Ja, und das heißt, der Spieler müsste dann immer die abgehängten Waggons hier benennen, damit die auch irgendwann mal beladen werden. Und das ist, ja, das ist nicht so richtig das Richtige. No. Und ich muss es halt so machen, weil ich halt damit rechnen muss, dass der Spieler hier eventuell die Waggons oder die Lok relativ früh abkoppelt und die Waggons dann hier hinrollen lässt und so eine Späße. No. Gut, ich meine, der Spieler kann die Waggons im Prinzip auch per Hand beladen und dann, ja, entschuldigt nochmal. Aber was ich ja eigentlich vom Ablauf her im Kopf hatte, war ja, dass der Spieler mit der Lok erstmal dann irgendwo anders hinfährt, einen anderen Auftrag abarbeitet und dann irgendwann später wieder zurückkommt, um die gefüllten Waggons abzuholen. Aha. Und dieser Ablauf ist erstmal so nicht realisierbar. Da werde ich mal im EEP-Forum vielleicht nachfragen, ob jemand da eine Lösung hat, wie man das machen kann. Aber erstmal muss ich dann einfach den Ablauf umstellen, ne, beziehungsweise einfach umdenken. No, dass der Spieler halt hier rankommt, die Waggons abkoppelt, die Lok umsetzt und solange er oder bis er das gemacht hat, werden die Waggons halt gefüllt. Boom. No. Sodass also Hin- und Rückfahrt quasi ein Auftrag sind. No. Ja. No. Das ist es. Denn ja, no, jetzt kann ich hier die Lok abkoppeln. Vorwärts fahren lassen. Vorwärts fahren lassen, abstoppen. Am Puffer natürlich. No? Wie bei der Marine, Hauptsache zackig. Umkehren. Und dann eben
hier die gefüllten Waggons abholen lassen. Zack, umschalten. Zack, umstellen. Na, gerade. Jawohl. So. Klick angekoppelt hat er. Motor ist hinten. So rum. Geht er dann wieder raus? No. Also wie gesagt, Obi-Wan, wenn ich automatisch abkupple, zum Beispiel durch einen Schaltkontakt, einen Steuerkontakt oder Kontaktpunkt, so ist das richtige Wort hier, dann geht das. Dann kann ich dem abgekoppelten Zugteil einen Namen geben. Können wir uns gleich mal anschauen. Beziehungsweise wir können das ja erstmal so laufen lassen. Ja, bitte speichern. Einmal zum Zuspeichernort. So, da haben wir ja hier die Sachen, wo die Waggons geholt werden vom Hauptbahnhof. Ne? Und der Kontakt hier, das ist der zum Weiterfahren, das ist der zum Abkoppeln. Nee. Doch, der hier zum Abkoppeln. Jawohl. No. Das ist der Kontakt, mit dem ich die Waggons abkopple. No, und da sage ich ihm hier, Kupplung lösen, die hintere Kopplung von der Lok und zwei Waggons abhängen. Und hier kann ich eben den abgehängten Waggons einen neuen Zugnamen geben. No. Aber dieser Zugname existiert nur, solange der Zug auch tatsächlich existiert. Wenn ich dir Waggons irgendwo wieder ranhänge, dann wird der Zugname gelöscht. Und wenn ich jetzt irgendwo einen Kontakt habe, in dem der Zugname drin steht, dann fliegt der da auch raus. Das ist das Blöde. Ja. Das geht da also erstmal nicht anders. No. So, zack, gehen wir mal mit der Kamera auf den Zug. Und dann frei. No, der geht jetzt zurück zum Bahnhof 2. Da müssen wir die Lok wieder umsetzen. Genau, da können wir auch erstmal geradeaus hier durchfahren. Das passt soweit. Gas geben, Bremse lösen. Hier geht's dann wie gehabt geradeaus durch. Und wir sind auf Handsteuerung, das heißt, er ignoriert die Signale. Fahrtrichtung ändern. Dann kommt er hier wieder zurück. Und die Weiche umstellen, dass er vorbeifährt. Hier ist die Kupplung aktiv. Das ist gut. An der Lok sind wir dann auch beide wieder aktiv. Soweit so gut. So. Richtung umkehren und dann können wir wieder ankoppeln.
No. Ja, irgendwie muss es da eine Möglichkeit geben, weil das ja doch eine ziemlich normale oder häufig auftretende Situation ist, denke ich mal. Von daher finde ich es ein bisschen schade, dass Werni heute nicht da ist. Der hätte da eventuell weiterhelfen können. No, Motor vorne, es geht vorwärts. Wir müssen nur hier wieder die Weiche ändern, dass er uns auf die Hauptstrecke bringt. Die ist geradeaus. So. Und die hier. Zack. So, dann sollte er jetzt auf die Hauptstrecke gehen. Lassen. Schub, 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 schub. Schön, 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 schön. Und dann können wir uns gleich nochmal um die Autos kümmern. obwohl, müssen diese Funktion, dass er hier die Wagen liefert und abholt, die müssen wir ja auch noch umsetzen für unseren Holzlager Umlauf. No. Ja. Erstmal stellen wir dann die Wagen hier ab, setzen die Lok um. So. Können hier gleich die Weiche stellen, abkoppeln, Vorwärtsgas geben, Bremse lösen. So. Zack, Fahrtrichtung wechseln. Hier ist die Kupplung offen, sehr schön. So. Auf dem Parallelgleis passieren. Oh, kann ein bisschen langsamer. Ah ja, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt so gedacht. Da, Fahrtrichtung ändern. Nicht so weit zurück, Bursche. Komm, gib Gas hier. Wäre uns die Lok doch glatt ausgebüxt. Oh. So. Da, huch, rechtzeitig noch die Weiche umgeschaltet. Das ist gut, das ist gut. So, sodass wir ihn jetzt. Zack, Motor vorne, also vorwärts. Die Waggons zum Schuppen schieben lassen können. Ich meine, so habe ich die einzelnen Fahraufträge für den Hopfenbauern, für das Weingut und für den Rübenbauern natürlich schön voneinander getrennt. obwohl ich halt eine Logik dafür habe, dass selbst wenn jetzt zum Beispiel alle drei Waggons jeweils draußen sind, beim Bauern, beim Hopfenbauern, dass ich dann, wenn ich die zurückhole, die dann trotzdem auf das richtige Gleis abgestellt werden. So, wir geben hier mal. So, das ist ja die Marke.
bis zu der er die Waggons vorschieben soll. Zack, da soll er sie abstellen. No. Dann Kupplung lösen, Fahrtrichtung wechseln, Bremse lösen und Gas geben. No. Und dann sollte es so sein, dass so, können wir mal hier hinstellen. Die Lok und da stehen lassen. Ja, und jetzt sollten wir die hier vom Zugspeicher abholen lassen können. Da hatte ich ja vorher die richtige Funktion eingetragen. Und dann genau, fährt der raus. Wir beschleunigen das mal. Schauen dann gleich am Hauptbahnhof zu, wie er die Waggons abholt. So. Genau, schiebt ein bisschen, schiebt ein bisschen, schiebt ein bisschen. Gekuppelt sind sie schon. Jawohl. So. Nee, das habe ich ja bei der Anlage Hartenstein zum Beispiel ausgenutzt, wo halt alles über die Kontaktpunkte gesteuert wird, dass ich halt abgehängten Zugteilen einen neuen Zugnamen gegeben habe und den dann teilweise wiederverwenden konnte. So. So. Dann haben wir das. Klicke die Klack, abhängen, entladen. Ne? Das geht halt, weil es über einen Kontaktpunkt ausgelöst wird. Sowohl das Entkuppeln als auch das Entladen. Das können wir uns gleich mal angucken. No. Zack. Hier ist es. No. Derselbe Kontaktpunkt, mit dem ich das Abkuppeln auslöse. nee, das ist nicht das Abkuppeln. Das ist das Entladen. Und doch das Abkuppeln. Jawohl. Ja, hier wird das Abkuppeln und das Beladen, Entladen zusammen ausgelöst durch denselben Kontaktpunkt. Dass das verzögert ausgelöst wird, ist egal. Die Wagen sind immer noch angekuppelt, wenn das Entladekommando kommt. Ja. Deswegen geht das hier, aber oben eben nicht. Das ist die Krux dabei. Ja. So, bringen wir den nochmal in seine Hülle. Blub, blub. So, und dann haben wir das. Und dann gönne ich mir und uns und euch gleich nochmal ein kleines Päuschen. Na? Und dann geht's weiter, dann kümmern wir uns um die anderen Abläufe. Na? Bis gleich. We'll be right back.
So, also 3 Minuten an der frischen Luft haben durchaus positive Konsequenzen. Mir ist nämlich ein Trick eingefallen. Ja, was wäre ich ohne euch? Stumm, ich weiß. Das ist auch so eine Idee, mal von mir, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich könnte hier natürlich tricksen. Gehen wir nochmal hier zum Bauernhof und schauen uns das Ganze nochmal an. Zack, 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 zack. So. Ja. Ich könnte tricksen, indem ich den Spieler, wie ich ursprünglich gedacht hatte, ne, mit dem ganzen Zug hier ankommen lasse, die Waggons abkoppeln lasse und die Lok hier zurücksetzen lasse, dass er wieder zum Hauptbahnhof fährt, um den nächsten Auftrag anzunehmen. Beziehungsweise hier zum Bahnhof 2 erstmal zurückfährt, um da den nächsten Auftrag anzunehmen. Und dann, ähnlich wie ich es beim Sägewerk schon gemacht habe, komme ich mit einer unsichtbaren Lok von einem unsichtbaren Gleis hier ran, kopple an die Rübenwaggons an. Dann kann ich nämlich das Kommando zum Beladen geben, kopple dann die Lok wieder ab, die unsichtbare, und lasse die sich wieder unsichtbar verziehen. Ne? Da kommt hier eine Weiche rein, an die kommt dann ein unsichtbares Gleis, auf dem steht die unsichtbare Lok.
So lässt sich das machen. Ja. Es würde optisch genauso aussehen wie jetzt. Ja, nur der Ablauf wäre dann eben, ich komme an, kuppel die Waggons ab, schwupp und verziehe mich wieder. Ja, und wenn ich abfahre, dann zeitverzögert, kommt hier die unsichtbare Lok an, auf dem unsichtbaren Gleis, fährt hier auf die Weiche, koppelt an, belädt die Waggons, koppelt wieder ab und verzieht sich wieder. Denn diese unsichtbare Lok, die hat einen Zugnamen und den behält sie auch die ganze Zeit über. Und deswegen würde dieser Trick so funktionieren. No. Ich glaube nur, unterm Rollmaterial schauen wir mal, ob wir da eine unsichtbare Lok haben. Das wäre ein Klassiker. Normalspur, Lokomotiven. Das heißt, ich kann ja hier mal suchen nach unsichtbar. Lassen wir auch mal die alten Modelle noch anzeigen. Vielleicht ist da eine dabei. Unsicht. Okay. Unsichtbarer Beobachter. Das Ding ist tatsächlich unsichtbar. Ja. So, wollen wir mal gucken. In der, im Plan ist das Ding tatsächlich da. Das ginge tatsächlich. Halleluja. Alter Schwede. Ich müsste mich natürlich darauf verlassen, dass der Spieler die Waggons hier relativ exakt abstellt. Also eine, auch wieder eine Haltetafel hinsetzen. No. Und dann den Ablauf, so wie wir ihn schon beim Schuppen am Hauptbahnhof haben. No. Dass die Lok erstmal ranfährt, dann es auslöst, dass die Kupplungen aufgemacht werden und dann stoppt, das Beladen auslöst und sich dann wieder verabschiedet. No. Das ginge alles über Kontaktpunkte. Ist aber ehrlich gesagt eine ziemlich haarige Angelegenheit, finde ich. Aber gehen würde das. Gehen würde das. Alter Schwede. So, wie kriegen wir diese Lok jetzt weg? Sie ist ja unsichtbar. Ich habe sie ja noch ausgelöst. Zack. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist sie weg. Nicht, dass sie da im Weg steht. Also dieser Weg ginge tatsächlich. Mit unsichtbarem Gleis und unsichtbarer Lok. Ist aber sehr haarig, finde ich. Ist aber sehr haarig, finde ich. No. Also, das könnte man natürlich noch umsetzen. Wäre auch nicht allzu schwer, dann alles zu alles umzustellen, weil dann die Steuerung ja gut, die ganze Ablaufsteuerung, das müsste man dann noch umstellen. Aber das ist dann der Teil, der quasi, oder die Ebene, die jetzt als nächstes kommen würde. Ja. Und na, solange ich nicht bei den anderen Abläufen da auf richtige Probleme stoße, würde ich das schon so lassen. Tragen wir das gleich mal ein. Ja. Stationen. B beziehungsweise Entladung an Güterstationen. Akt. Fort. Vorab Kuppeln der Waggons. Abläufe sind so einfacher. Native.
Sichtbare Lok auf unsichtbarem Gleis kommt, koppelt an, löst Ladefunktion aus, koppelt ab und zieht sich wieder zurück. So, haben wir das auch mal dokumentiert, diesen Geistesblitz. No. Was ist hier mit dem Autoverkehr los? Warum steht der wieder? Das ist alles Richtung Norden. Zack, 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 zack. Und hier ist aber frei. Hier stehen sie nicht mehr. Das heißt, der letzte, der steht, ist wahrscheinlich hier vor der Ortseinfahrt. Ja. Das ist auch so ein Kandidat. Hier die Ortseinfahrten. Die scheinen irgendwas gemeinsam zu haben. Dass es da öfter mal stecken bleibt. Ohne dass ich jetzt genau weiß, warum. Ja, es ist hier dieses Signal. Beziehungsweise am Bahnhof Uhlstedt haben wir ja das ähnliche Problem. Aber das hat einen Kontakt, der es auf Fahrt stellt, nämlich hier hinten. So, hier, hinter dem nächsten Signal, das ist er. Und der ist ja überfahren worden. So, denn jedes Auto, was hier rüber fährt, oder was? Momentchen mal. Das kann natürlich sein, wenn... ist der... Aber nee, hier habe ich ja keine Route. Aber wenn der wird ja auf jeden Fall freigeschaltet. Das ist noch so eine Sache. Da müssen wir noch knobeln, was da passiert. So. Jetzt fährt er los. So, bleibt hinter der Taxi hier stehen, so wie das sein soll. Wenn die Taxe losfährt. Die gibt das Signal am Ortseingang nämlich nicht wieder frei. Aber er hier, wenn er hier durchgeht. Wo ist das vor der Brücke? Ja, hier kurz vor der Brücke. Beziehungsweise den Bahnübergang. No. Ja, hier hätte man auch statt der Schranken Andreaskreuze nehmen können. Aber das ist ja hier die Hauptstraße, von daher. So, jetzt sollte der nächste hier frei sein und durchfahren. Genau, und da haben wir ihn schon. Und der sollte auch wieder den nächsten durchlassen. Wenn er denn kommt.
Oh, es ist jetzt hier natürlich ein bisschen schwer zu sehen. Aber ja, da kommt doch. Der ist langsam, also ist die Blockstelle vor ihm wahrscheinlich besetzt. Da ist er doch schon. Jo, der fährt auch durch. Das ist soweit gut. Hier kommt dann der Postwagen und der kriegt Fahrt, wenn er da vorne raus ist. Das sollte also passen. Jetzt soll das hier freigegeben haben. Das heißt, der Postwagen sollte jetzt auch durchfahren. Jo, okay, er bleibt muss sauber hinter der Taxe stehen. Okay, der ist jetzt der Taxe ein bisschen dicht aufgefahren. Das könnte eine Ursache sein. Nö, aber der hier fährt auch sauber durch. Also das funktioniert eigentlich so, wie es soll. Ja. Das funktioniert so, wie es soll. Jetzt haben wir hier zwei hintereinander. Ja, die bleiben aber auch in dem Abstand. Ja, bis sie dann hinten. Okay, jetzt scheint es hier wieder so zu sein, dass er gestoppt hat. Schauen wir uns das mal an. Zack. So. Genau, das ist hier das letzte Signal vor der Ortseinfahrt. Und aber dahinter, wenn wir uns die Straße angucken, ist alles frei. Das ist also nur der immer der, ja, der erste, wobei es ja eigentlich ist ja alles, fahren sie ja alle im Kreis, sodass es eigentlich keinen ersten gibt. So, zack. Jawohl, ja, fährt er los. Oh, sehr eng hinter dem, aber bleibt auch stehen. Und oh, da. Jetzt hat er hier, glaube ich, das Steuerauto mit rausgefahren. Aber kein Problem. Das Steuerauto fährt jetzt einmal im Kreis und bei der nächsten Runde biegt es dann hier wieder in seine Schleife ein. Ja. Ist halt nur dann so lange hier kein Steuerauto da. Ja. Und warte mal, die Taktzeiten, die wir hier haben, sind 14 Minuten. 23. So, das läuft ja jetzt soweit wieder. Oh. Das sollte jetzt auch mit dem Auseinandernehmen wieder funktionieren, auch wenn sie jetzt hier so in Gruppen teilweise kommen. Ne, da hinten sieht man es. Oh ne, da waren doch. Ja, doch, drei hintereinander hier. Plop, plop, plop. Ne? Also so eine Entzerrer könnte man durchaus auch zwischendurch mal einsetzen. Aber dringender ist erstmal das Problem, glaube ich, hier mit den Ortseinfahrten. Dass man das löst. Ja. Wenn man irgendwie eine Mimik hat, dass die Dinger zwischendurch automatisch wieder freigeschaltet werden. Schauen wir mal. Das ist jetzt klar, weil der noch steht. Aber der müsste auch so langsam los. Oder stehen sie jetzt oben am Entzerrer? Hier an der Kühlfabrik. Am Kühllager. Ja. So wie es aussieht, ja. Ist der hier nicht. Also manchmal werden diese Signale hier dann nicht freigeschaltet. Oh. Das ist eigenartig.
Aber es scheinen nur bestimmte Signale zu sein. Nicht alle auf der Strecke, sondern die Ortseingänge und das Enzerra-Signal. Ach ja, okay. Kümmern wir uns mal weiter um die Abläufe. Ich will das hier nur noch dokumentieren. Güterabläufe. Und zwar Hopfen, Wein, Rüben. Waggons. Am Hauptbahnhof bereitgestellt. Spieler. Ups. Na, sag mal. Spieler fährt sie zu Station. Wo sie beladen werden. Umsetzen der Lok. bringt Spieler Waggons zum Hauptbahnhof, wo sie abgeholt werden. So. Wo? Das ist der Ablauf für Hopfen, Wein und Rüben. So, dann schauen wir mal, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Wir haben hier im Zugspeicher Nord. Da waren zum Beispiel die Bierwaggons. Das ist ein recht einfacher Ablauf. Na, dass die Bierwaggons zum Hauptbahnhof geschoben werden. Der Spieler bringt sie zum Kühlhaus, stellt sie da auf dem freien Gleis ab, zum Beispiel da in dem Fall, und holt die anderen zum Hauptbahnhof. Und dann werden die vom Hauptbahnhof wieder abgeholt, die anderen Güterwaggons. Ne? Das ist also so ein Tausch. So. Das ist der Ablauf, den werden wir auch gleich mal dokumentieren. So. So. Der Ablauf Bier. Waggons werden BF bereitgestellt. Spieler bringt sie zum Kühlhaus. Haus holt dort andere Waggons ab. Nee, doch, so. Und stellt sie am Hauptbahnhof zur Abholung bereit. Ja, und dann kann das Ganze wieder von vorne losgehen. Den Ablauf werden wir mal machen. Wir brauchen dazu, ja, zwei Funktionen, nämlich einmal, um Bierwaggons zum Hauptbahnhof zu bringen und zum anderen Bierwaggons vom Hauptbahnhof abzuholen. Ja. Und das Spielchen kennen wir ja schon.
Wir haben es jetzt hier nur mit anderen Weichen zu tun, die gestellt werden müssen und eine andere Lok, die losgeschickt werden muss. No? Aber sonst ist noch alles das Gleiche. Also Business as usual. No? So. Function. Send unterstrich Bier. Zack, zack. Schickt Bierwaggons zum Hauptbahnhof. Da werden ein paar Weichen gestellt werden müssen und ein Signal auf Fahrt gestellt werden müssen. No? Das ist das so. No? Rumpf steht erstmal syntaktisch korrekt eingegeben alles. Die Bierwaggons, die stehen hier auf dem dritten Gleis. Das heißt, die Weiche auf Abzweig und die auf Fahrt und die auf Abzweig. No? Das sind wubili wubili wub, mal die auf Abzweig, die auf Fahrt, die auf Abzweig. So stehen sie richtig. Und so werden sie auch richtig angezeigt. Okay. Das sind also 114, 115 und 116. Diese drei Weichen, die richtig gestellt werden müssen. Drei Weichenstellen haben wir hier schon mal. Das können wir uns rauskopieren. Ne? Immer das weiterverwenden, was man schon mal gemacht hat. Na. 114, 115, 116. Und das sieht schon so aus, dass die hier richtig gestellt werden. So, zack und dann wieder am Steuerkreis. Da ist er, der Kontaktpunkt. Der soll jetzt diese Funktion auslösen. Okay. Und wir stellen die Weichen erstmal wieder komplett alle falsch, damit wir sehen, dass sie alle richtig gestellt werden. So. Und dann können wir den losschicken. Und dann schauen wir mal. Zack, zack, zack. Jawohl. Stehen alle richtig. Was noch gesetzt werden muss, ist hier hinten die Weiche, dass die Bierwagen zum Hauptbahnhof rausgehen. Und die muss so stehen, wie sie jetzt steht. Die Weiche, nein, das ist der Hauptbahnhof, das Gleis. No. Okay. No, das ist hier unten die Weiche 117 und die steht Richtung Fahrt. Merken. So. Zack. C. Zack. 117 Richtung Fahrt. So. Stellen wir die mal um. Und lassen unser Steuerauto noch mal fahren. Klick-klack. So. Dann steht die jetzt. Jawohl, Richtung Hauptbahnhof. Wunderbar. Was dann noch zu tun ist, ist eben die kleine blaue Lok losschicken. Und das wird gemacht, indem das Signal 121 auf Fahrt gestellt wird. So. So. Wie gesagt, immer schön, dass man das, was man schon mal gemacht hat,
immer wieder verwenden. Welches Signal war das jetzt? 121. So. Okay. Und das sollte den Ablauf dann jetzt richtig starten. Wir testen das. So. So. Jawohl, Lok fährt los. Okay, hier ist die Kupplung aktiv. Das sollte auch schon beim Abkoppeln passiert sein. Hier sind die Kupplungen auch aktiv. Der sieht also soweit gut aus. No, und dann schiebt der die zum Hauptbahnhof. Klingeli klack, jawoll. Hauptbahnhof. Jawohl, da schiebt er so raus. Jo. Und schubste. Ein bisschen weit. Ist okay, ne? Aber zieht sich wieder zurück. Und hoppala. Ja, sollte dann hier auch. Jawohl, geradeaus wieder zurück in seine Hundehütte fahren. Lassen wir das mal schneller laufen. Zack, okay. Und jo, stoppt. Sehr schön. So soll das sein. Ja. Jetzt können wir mit der Güterlok die Bierwaggons abholen. Jetzt ist nur die Frage, ist hier am Kühlhaus auch ein Signal dafür da, dass. Okay, das hier sieht so aus. Signal 107. Wo ist Signal 107? Na, okay. Das ist das hier unten an der Einfahrt. Ja, dass der also mir nicht hier unten in den Bahnhof reinrauscht. Das ist also soweit nicht für die Steuerung hier von Bedeutung. Ich muss ihm ja sagen, dass er mit den Bierwaggons zurückkommt. Zack, hier oben. Zack, 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 zack. Was macht der? Der ist für 108. Der setzt das auf Halt. Bei Anfahrt. Ernsthaft? Denn dafür ist er ein bisschen spät, weil der ist ja hinterm Vorsignal. Und hier keine Routenänderung, der bremst den einfach ab auf 20. Okay. Warum habe ich jetzt dieses Signal 108 da? Ich meine, okay, dass er hier erstmal gegebenenfalls hält. Das ist ja okay. Aber wenn, dann muss er es auch richtig machen. Ja.
dass es bei Anfahrt immer hält. Beziehungsweise wenn er drüber ist, no, dann muss das auf Halt gestellt werden und sollte also auch normalerweise auf Halt stehen. So rum. Wird ein Schuh draus. So, dann gucken wir hier weiter. Die Strecke runter. Da habe ich aber jetzt kein Signal, dass jetzt die Bierwaggons abgeholt werden sollen. Was macht der hier? Der stellt Signal 108 auf Halt. Okay. Das macht er also dann schon von hier unten. Das ist auch okay. Hauptsache es funktioniert. Aber sonst ist hier nichts, was mir sagt, dass Bierwaggons abzuholen sind. Das heißt, hier mit der. Ach nee, ha, der Trick ist der. Die Bierwaggons. Nee, jetzt schiebt ja auch die leeren Waggons und die vollen Holzwaggons zum Hauptbahnhof. Dies ist noch ein bisschen tricky. Freund Hein. Das ist noch ein bisschen tricky, was du da. Was da ist. Ich meine, wir haben ja hier noch 120, 22. Die Signale, habe ich dafür was geschrieben? Anlageinformationen? Jawohl. 120 gesetzt, wenn ein Ghostwagen aus Versteck schiebt. Aktiviert kommt dann 122, wenn ein Wagen abholt. Okay, das ist ja. Okay, aber wie kommen die Wagen hier auf das richtige Gleis jeweils? Das ist die Frage. Wie werden die Weichen hier gestellt? Das ist die Krux. Das möchte ich mir mal ansehen. Okay. Also, da ich kein Signal habe, womit ich mir merke. Oh, hier stehen sie schon wieder. Ist da irgendwie der Wurm drin. Da ich kein Signal habe, mit dem ich mir merke, dass er die Bierwaggons geholt hat oder abgeholt hat und dass das halt auch, weil das halt auch so ein einmaliger Ablauf ist, so ein Rundumablauf, da kommt ja nichts weiter dazwischen. Na, er holt Bierwaggons vom Hauptbahnhof ab, fährt sie zum Kühlhaus, pickt dort Kühlwaggons auf und fährt mit denen zurück zum Hauptbahnhof. Und sobald er da ist, sollen die dann da abgeholt werden. Na. Das heißt, eine Funktion, zum Abholen der Bierwagen. Get-Bier. Oh. Holt Bierwaggons vom Hauptbahnhof. So. Hat auch wieder. So, nur das Ausfahrsignal. Das lassen wir mal. Es muss zur Ausfahrt. Er muss ja hier ganz raus. Ne? Also 114 auf Abzweig, 115 und 116 gerade. Das ist der Unterschied. Alles andere genauso. 114 auf Abzweig, 116 jetzt auch gerade. 117 auch gerade, damit er zum Hauptbahnhof fährt. Und damit sollte da alles erledigt sein. So. Dann schauen wir uns das mal an, wie es am Hauptbahnhof aussieht. So. Am Hauptbahnhof. Jawohl, kommen die Wagen hier an? Oder kommt er hier an? Und dann hat er
den Kontaktpunkt. Oh, wenn Signal 120 halt ist. Warte mal. Anlageinformationen. Wir sollen ja Wagen abholen. Das heißt, 122 ist gesetzt. No, das heißt, der hier wird ignoriert. Der hier wird auch ignoriert. Und der hier, 122 ist halt. No, das ist nur Fahrtrichtungsumkehr und kein Kuppeln. Wir bräuchten aber im Prinzip dieselbe Struktur wie hier, ne? Dass wir hier einen haben, der sagt erstmal die Geschwindigkeit runter. So. Für Zug Ghost 1 ist das doch EFGH fern, 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 fern. Na, sag mal. Angreifer. Abhole. Heißt der etwa Abholer oder geht die? Hat der einfach den Namen, dass die Lok den Namen dauernd ändert? Das wäre natürlich blöd. Aber wenn 122 halt ist, ne, wenn er abholen soll, dann soll hier die Geschwindigkeit festgelegt werden auf 5. Nicht schneller als 5. Er soll ja weiter in derselben Richtung unterwegs sein. Das ist okay. Andere Richtung natürlich. So. So. Dann haben wir hier den Kontakt. Ne, beziehungsweise wir haben dann hier und hier den Kontakt, wo er erstens die Kupplung aufmacht und dann die Fahrtrichtungsumkehr macht. So, Richtung 2, wenn 122 halt ist, dann soll er die Kupplungen aktivieren. So. Und dann hier Richtung 2, wenn 122 halt ist, soll er die Fahrtrichtungsumkehr machen mit Lichten langsamer als 20. Und Warnsignal. Oh, damit wir mitkriegen, wenn er tutet. Das sollte soweit funktionieren, wenn ich jetzt der Steuerstrecke noch den richtigen die richtige Funktion zuweise. No, nämlich nicht Sendbier, sondern get-bier. So. Okay, Waggons, dann können wir auch das testen, wie das aussieht, wenn wir den tatsächlich losfahren lassen. So. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. No? Zack. Jawohl, da fährt unsere Lok los. Und die heißt tatsächlich Blaugrün 001, also die hat den Zugnamen auch gar nicht mehr, den sie eigentlich haben soll.
nämlich Ghost. Deswegen hat unter Umständen einiges nicht geklappt. Bei den Tests vorher. Ups. So, lassen wir mal schneller laufen. Jawohl, biegt in die richtige Richtung ab. Und wir schauen am Hauptbahnhof zu, was da jetzt mit den Bierwaggons passiert. Ja, Kupplungen sind offen. Das ist gut, da kommt er raus. Wird langsamer. Jo. Koppelt, schiebt. Jawollo. Ja, und fährt wieder zurück. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er das hinkriegt. Die Weiche muss nämlich auf Abfahrt gestellt werden, weil er muss ja hier rauf. Jawohl, das macht er. Das funktioniert also. Oh. Dann zockelt er hier lang. Koppelt ab. Sehr schön. So wie sich das gehört. Und fährt in seine Hundehütte. Klick. Sehr schön. So gehört sich das. Okay. Mal, was war denn? Ach, Route Ghost auch noch. Okay. Das ist ja. Okay. Pum, 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 pum. Ja, die Route stimmt, die hat er. Okay. Das sieht ja soweit auch ganz gut aus. No. Entschuldigt. Ah, dann speichern wir die Anlage erstmal. So. Okay. Das mit dem Bierablauf funktioniert also auch. Oh, wir können sogar dann unten am Hauptbahnhof. Quatsch, Hauptbahnhof. Die Kontakte dann auch wirklich so benennen, dass die nur für die Route Ghost gelten. Für Route Ghost, das ist okay. Der ist für Route Ghost. Der ist für Route Ghost. Der ist für Route Ghost. Und der ist für Route Ghost. Ghost. Okay. Das sind sie ja soweit. Sehr schön. Guti, das haben wir soweit. Na, jetzt haben wir noch, ja, okay, den gesamten Holzablauf. Holzsägewerk. No. Da haben wir ja die Rundholzwagen am Holzplatz. Zack. Holzplatz ist da. Gut versteckt. No.
Und hier haben wir ja wieder die Sache mit dem B- und Entladen. No. Das heißt, sobald er hier ankommt, plock, müssen die beladen werden. Und wenn er sie drüben am Sägewerk abliefert, müssen sie entladen werden. No. Schauen wir mal, ob das schon da ist. No. Da haben wir einen Kontaktpunkt in beide Richtungen. Zeige. Okay, jawohl, ne? Nicht auf Fahrzeug, da haben wir das nämlich. Unverändert das Auslesen. Da habe ich nämlich auch schon mal rumprobiert. Und Rundholz, das ist er. genau, der soll hier auf voll gehen. Das ist okay. Und zwar für jeden Zug. Soweit. So gut, egal in welcher Richtung ich da durchdonnere. Dieses hier okay. Und am Sägewerk. Zack, 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 zack. Da haben wir hier den. Wenn er das auslösen, genau, hier macht er es leer. Und zwar verzögert und das wird ja nicht funktionieren. Das muss also schnell sein. Okay. Gut. Ja, die Rundholzwagen. Ja, die kariole ich im Prinzip ja immer zwischen Holzplatz und Sägewerk hin und her. Die müssen ja nicht zwischendurch zum Hauptbahnhof. Das wäre eine Sache, da könnte man den Spieler jetzt ding, 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 ding immer nur hin und her schicken und nichts anderes machen lassen. Da ist aber vom Ablauf jetzt nichts weiter zu programmieren. Da brauche ich keine spezielle Funktion, um die zu bringen oder zu holen. Das ist ja soweit schön. Dann haben wir es an der Sandgrube. Da haben wir es. Ja, Ladung Sand auf voll. Ohne Verzögerung. Damit das auch funktioniert. Und dann am Kanal. Hier, wo der Sand entladen wird. Auch ohne Verzögerung. Ladung Sand auf 0. Okay. Und okay. Die pendeln ja auch nur hin und her. Ja. Okay. Dann kann man das auch noch mal so dokumentieren. Anlageninformationen. Zack, 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 zack. Güterablauf Sand und Rundholz. So, Hundlotz. Holz. So rum. Doppelpunkt natürlich noch dran. Waggons
werden an Holzplatz Sandgrube beladen an Sägewerk beziehungsweise Kanal entladen. So, ja, das bitte speichern. Mehr ist da ja nicht. Dann. Ach ja, die Sache mit den. Mit dem Ablauf am Sägewerk. Wenn wir die Rundholzwagen angeliefert haben, dann ist ja der Schritt, dass die leeren Bretterwagen, ne, die müssen am Hauptbahnhof bereitgestellt werden. Da brauchen wir also eine Funktion getLeerBretter. GetBretter leer. Zack, 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 zack. Beziehungsweise Send, ne? Die müssen wir ja zum Hauptbahnhof schieben. So. So, Send. Bretter leer. Schickt leere Bretterwaggons zum Hauptbahnhof. Und das ist Abzweig, Abzweig. So. Die brauchen wir nicht. Und die 117 muss auch zum Hauptbahnhof stehen. Das sollte es so sein. Dann testen wir das gleich mal, dass er die Weichen richtig stellt. So. Ups, das haben wir jetzt quasi im Betrieb gemacht. Das ist nicht so, eigentlich nicht so empfohlen, aber okay. So, okay, dann stellen wir die Weichen hier mal wieder komplett falsch, dass er die hier auf Fahrt, die hier auf Fahrt und die hier unten zum Sägewerk. So, und dann lassen wir unseren Auslöser mal fahren. Zack, zack. Okay. Und jawohl, die steht auf Abzweig, die steht auf Abzweig. Das heißt, er schiebt die leeren Bretterwaggons raus. Und dingel, dingel, dingel. Schiebt sie zum Hauptbahnhof. Genau, dann können wir das Ganze mal mit Lok testen. So. Zack, 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 zack. Und einmal. So. Na. Nit, 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 nit. So. Na komm, machen wir es einmal nochmal richtig. So, klick, dann geht er los.
sollte er eigentlich ankoppeln? Hier sind die Kupplungen offen. Machen wir es mal da. Das müssen wir uns nochmal angucken. So, aber sollte jetzt die leeren Waggons zum Hauptbahnhof schieben. Ja, stellst du da sauber ab, verzieht sich wieder und zack, 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 jawoll. Geht auch wieder zurück in seine Hundehütte. So. So weit. So gut. Klick, klack. Jawohl, da steht er. Mo. Okay. Das klappt soweit. Schauen wir nochmal, warum er das eventuell hier mit dem Ankuppeln nicht gemacht hat. Ja, weil die entsprechenden Kontakte hier nicht da sind. Ja. Wobei, warum hat das dann bei den Bierwaggons geklappt? Das ist so eine Sache. No. Ich habe hier nur Kontaktpunkte, die in Fahrtrichtung zeigen, wenn er abliefert. Ja, das ist der Kontakt, wo er wieder anfährt nach 10 Sekunden. No. Und eben hier, wo er die Waggons abkoppelt. Aber zum Ankoppeln sehe ich hier keine Kontakte. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Wenn ich mir jetzt die Bierwaggons angucke. Okay, da ist hier die Kopplung offen. Das ist gut, weil so soll es ja auch sein. Und auch hier die Kupplung offen. Also die jeweils freie Kupplung. Das ist ja soweit schön. Hier auch. Und hier auch. Das ist ja eigentlich soweit schön, dass er die alle mit offenen Kupplungen hinstellt. Warum hat er das mit dem Bretterwagen eben nicht gemacht? Wir hatten den Ablauf ja auch schon mal durch. So. Das ist also die Sache. Oh, soweit okay. Gut, jetzt haben wir den Auftrag, dass wir eben hier mit unserer Spielerlok zack, zack die Waggons abholen. Das heißt hier auf Garde, da bleiben wir auf Abzweig und hier sind die Kupplung aktiv. Das ist schön. Motor zeigt nach vorne. Wir können also, zack, vorwärts Gas geben. Hoppa, nicht so heftig. Oh, ein bisschen zaghaft hier. Kupplung auch noch aktiv. So. So. Hey, grüß dich, Death Knight. Hi. Herzlich willkommen zu EEP, Eisenbahnexe Professionell, wo wir ja, eine Eisenbahnanlage bauen, komplett mit Landschaftsgestaltung, mit Immobilien platzieren, Züge, Straßenverkehr und das Ganze auch noch steuern. Ist ein ziemlich, sagen wir mal, so, zack, genau, dann können wir den nämlich hier schon in Gegenrichtung losfahren lassen.
Der Hosenträger ist auf Durchfahrt. Und der Hosenträger ist auf Durchfahrt. Jawohl. Ja, wo wir hier eine Eisenbahnanlage bauen. Mit EEP, Eisenbahnachse professionell, ist ein komplettes Programm für sowas, wo ich also hier jede Menge Editoren habe für Schienenwege, für Straßen, für Immobilien, die ich hier platzieren kann und aussuchen kann. Da gibt es also hier Haufenwerke, haufenweise Sachen, Modelle zum Auswählen, so mit diversen Kleinigkeiten, Flugplätze, Landebahn kann man hier sogar alles bauen. Ich kann hier Landschaftselemente platzieren, Bäume, Gräser und so weiter, Kakteen sogar und so eine Späße. Ja. Und kann das Ganze halt auch über Signale und Kontaktpunkte steuern und habe sogar die Möglichkeit hier zu programmieren. Abläufe. Ja. Und ich baue hier eben gerade seit einiger Zeit an einer Anlage, die teils manuell, teils automatisch betrieben werden soll. Ich habe hier eine doppelgleisige Hauptstrecke, auf der soll der Verkehr automatisch laufen. Ja. Und der Spieler, der soll eben hier mit dieser Diesellok Fahraufträge absolvieren für ja, Güterstationen, die hier entlang der Strecke verteilt sind. Da haben wir also hier zum Beispiel eine Metallhütte, die kriegt Schrott angeliefert von irgendwoher. Ja, danke. Und ja, no, da sieht man mal, dann gibt es hier einen Bauernhof, ne, da werden Rüben geerntet, hier gibt es ein Weingut, ne, da ist Wein abzuholen und so eine Sachen alles. Ja, hier haben wir also auch einen Traktor, der die Felder beackert. Hier ja, Pferde im Gehege, hier ist die Verladestation für die Rüben. Und so eine Späße alles. Und du siehst, hier ist noch viel, 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 viel zu tun. Na? Hier ist noch stundenlanges Streamvergnügen garantiert. Ja, während hier die Lok unterwegs ist. Und wir sind gerade dabei, ja, so einen Ablauf für ein Sägewerk ein bisschen zu automatisieren. Und momentan bin ich eben als quasi Spieler dabei, leere Rungenwagen, auf die nachher Bretter verladen werden, zum Sägewerk zu bringen. Und es geht hier einmal quer über die ganze Anlage. Das heißt, du kriegst hier also auch nochmal einen schönen Einblick, was hier alles schon so steht. Ne, entlang der Strecke hast du halt Bahnhöfe, wo der Zugverkehr, der automatisch läuft auf der doppelgleisigen Strecke. Ja, da hast du Nah- und Fernverkehr. Der Fernverkehr fährt durch den Bahnhof. Die Nahverkehrszüge, die halten dann hier auf den Gleisen jeweils. Und ich mit meiner Güterglock, na, ich muss hier immer links oder rechts raus, weil die Güterzüge, oder du als Spieler mit deiner Güterzuglok, und die Nahverkehrszüge, die sind langsamer unterwegs als die Fernverkehrszüge. Und deswegen müssen die Nahverkehrszüge bzw. du als Spieler immer warten, dass dann eben ein Fernverkehrszug durchfährt. Ja. Die habe ich hier einfach mal momentan in Zugspeichern untergebracht. Die warten hier einfach auf ihren Einsatz. Ja, da siehst du, habe ich hier einen Ölzug. Güterzug, ein Schienenbus, das ist ein Nahverkehrszug. Ne? Die Güterzüge sind alles Fernverkehrszüge. Das wäre auch ein Nahverkehrszug hier so aus den ja, 50er, 60er Jahren. Habe ich mich mal zeitmäßig so ein bisschen auch mit den Modellen eingegrenzt. Ne? Die begehrten Donnerbüchsen. Sie haben noch so viel zu tun, also arbeiten Sie schneller. Danke. Ja. Gerne. Ja, ich bin auch eher so der ruhige Typ. Ne? Bin ja auch nicht mehr der Jüngste, wie man schon am Nickname sieht. Ne? 64er Baujahr, also 55 Jahre alt. Hab also schon meinen Teil Aufregung im Leben hinter mir. Ja.
Ja, und dann eben hier auch Personenzüge, die da als Fernzüge fahren. Und habe hier nochmal einen zweiten Zugspeicher, wo halt noch mehr Züge stehen. Ne? So, ja, hier sind wir mit unserer Güterlok. Warten wir jetzt am Bahnhof 2, bis die Strecke wieder frei ist. Ne? Das heißt, wir machen den berühmten Schulterblick. Ja. Der Spieler muss eben, je nachdem, wo er hin will, muss er die Weichen hier selber stellen, damit er also auch überall hin richtig unterwegs ist. Ja. So. Und darf sich dann auch sein Signal selber stellen. Ja. Ja, Autoverkehr ist auch gerade ein bisschen ins Stocken geraten, aber das ist noch ein anderes Thema. Ach ja, ne? Und ja, da macht man sich die Sachen halt hier so kompliziert, wie man sie haben will. Ja, ich spiele hier aktuell die Version EEP 11. Aktuell ist, glaube ich, die Version 15 oder 16. Ja, Vollversion kostet so 50, 60 € ungefähr, direkt bei EEP. Du kriegst es aber auch bei Steam. Und die älteren Versionen teilweise günstiger. Ich habe jetzt neulich im Mediamarkt mir EEP 14 geholt für 9,99 €. Ja. Und du hast also alles dabei. Du hast also jede Menge Modelle dann auch dabei. Jetzt hier bei EP 14 sind es 3.500 Modelle, die du da hast. Ja, also Waggons, Bäume, Pflanzen, Häuser, Brücken, Schienen, Straßen, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Ja. Und kannst damit also hier mit dem Bau solcher Anlagen dann wirklich Stunden verbringen. Ja, also 100 Stunden oder 150 Stunden, die manche Gamer in Dark Souls zum Beispiel versenkt haben, ist hier auch gar nichts. Das kannst du ganz locker in einer Anlage verbraten, bis das alles eben hier halt auch so schön detailliert dekoriert ist. Ne? Wie hier dieses kleine Dorf mit Kirche, mit Kneipe, Rathaus, ne? Und Bahnhof eben, so der typische Dorf-Vierklang. Ne? Hier, kleines Detail, Kinder auf ihren Schaukeln, alles Modelle, die du hier halt eben einsetzen und verbauen kannst. Ne? Autos, die du rumfahren lassen kannst und so weiter und so fort. Also, da kannst du schon unheimlich viel Zeit verbringen, ne? Muss da eigentlich so ein bisschen so ein Herz für Modelleisenbahn haben. Ja. Das ist so, so rein zum Spielen. Ja, also Spiel ist natürlich, ne? So eine Sache. Es kommt darauf an, wie kompliziert du dir das halt machen willst. Ne? Auch hier setze ich mir jetzt wieder die Weichen richtig, so dass er dann halt auch losfahren kann. Ich weiß ja, auf der Hauptstrecke ist momentan nichts los. Und irgendwie hat sich das hier wieder mit dem Autoverkehr verkniesgnaddelt. Das gefällt mir gar nicht. Notfalls muss ich hier halt dann noch Abstandshalter einsetzen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, und hier kannst du halt eine Menge knobeln. Ne? Hier ist jetzt so angelegt schon so ein Badesee mit Marina, also Bootsclub. Ne? Da hinten hast du eine Badestelle. Und hier so den etwas nobleren Beachclub für die Autovolaute. Ne? So eine Späße. Alles drin, alles drum, alles dabei, alles dreht sich, alles bewegt sich. Ne? Und ja, viel Zeit verbringst du halt damit, die Abläufe, die du machst, zu testen und auszuprobieren und zu sehen, dass das eben alles auch richtig so funktioniert, wie du es haben willst.
Ja. Und wie gesagt, du kannst es dir so kompliziert machen, wie du es haben willst. Du kannst recht einfache Anlagen bauen, wo du halt alles per Hand steuerst oder wo halt eine einfache Automatik läuft, dass die Züge im Prinzip nur im Kreis rumfahren. Du kannst es aber auch richtig kompliziert machen, dass zum Beispiel automatisch rangiert wird und Wagen abgekoppelt werden, von einer anderen Lok dann abgeholt werden und so eine Sachen alles. Ja. Ja, ja, ne? gut, hier ist es halt ein bisschen anders, als wenn du normal programmierst. Komme ja auch ein bisschen aus der Informatik. Hier ist es halt viel eher so mit 3D gestalten und bauen und wie gesagt, die Abläufe, die sind so kompliziert, wie du es dir machen willst. Ja, auch guck mal, dass die Schranken halt zugehen und so eine Sachen. Und hier ist es halt auch aber einfach wunderschön zu sehen, das Ganze dann in Bewegung. Na, was du dir da ausgedacht hast. Und jetzt sind wir hier am Bahnhof, wo es eben zum Sägewerk geht. Und es ist halt automatisch so, dass der Güterzug dann hier rausgelenkt wird und an diesem Signal dann eben anhält. Und jetzt kann eben wieder der Spieler übernehmen. Ja. Wir setzen mal die Geschwindigkeit hier erstmal ein bisschen runter. So, der Hosenträger, jawohl, ist hier auf Durchfahrt. Dann können wir den hier soweit erstmal vorfahren lassen. Und dann, ihr kennt das Manöver schon. Zack. Ja. Das war hier. Ein bisschen müssen wir noch vor. Das mal hier halten. Die Lok abkoppeln. Bremse lösen. Mit dem Hosenträger dann auf das andere Gleis wechseln. Es gibt auch fertige Anlagen natürlich, die man sich runterladen kann und dann einfach nur ganz entspannt da zuschauen kann. Du kannst die Kameras sogar programmieren. Ja, dass die also einen Zug verfolgen und umschalten zur nächsten Kamera, wenn der dann eine bestimmte Position passiert hat und so eine Sachen alles. Also da kannst du auch richtig entspanntes Feierabendprogramm genießen. Ja, einfach nur sitzen und zuschauen. Also Möglichkeiten gibt es da jede Menge. Die Software wird seit Pi mal Daumen 15 Jahren und wenn nicht sogar länger entwickelt. Ich bin das erste Mal 2005 darauf aufmerksam geworden. Damals war es dann noch die Version 2. Ja, wird in Deutschland entwickelt von, hat angefangen, ne, zwei Leute, die sich da zusammengesetzt haben und gesagt haben, hier, wir wollen virtuelle Eisenbahn auf dem Computer machen. Und ja, hat eine tolle Community, gibt natürlich ein Forum, wo man sich gegenseitig natürlich hilft und seine Sachen zeigt und ist natürlich auch eher die gesetztere Gamer-Generation, sofern man überhaupt von Gamern sprechen kann. So, dabei. Das ist so eine Sache. So, da sind wir hier durch den Hosenträger durch. Können die Weiche umstellen, Fahrtrichtung umstellen, Kupplungen aktivieren. Und zack, da vorne ist dann auch die Kupplung aktiviert. Stellen dann hier auf Durchfahrt. So, und hier gerade, gerade, gerade. Ne, hier links würden jetzt die Rundholzwaggons stehen, wenn wir im Ablauf wären. Aber die spielen ja für das, was wir jetzt erstmal testen wollen. Wenn es wenigstens einen einfachen Fahrstraßenausschluss gäbe, wie ist viel einfacher? Ja, kann man sicherlich umsetzen. Ne? Aber ich will es ja so haben. Ne? Ich will es ja so haben. Natürlich könnte ich die Anlage auch vollautomatisch bauen. Ne?
also so bauen, dass der Betrieb vollautomatisch läuft, sozusagen, ja. Aber das ist ja in dem Fall jetzt nicht mein Ziel, ne? Ich habe ja schon automatische Anlagen gebaut, ne? Mit Betrieb und mit Hartenstein. Die sollten ja vollautomatisch laufen, beziehungsweise Hartenstein. Da sollte es so sein, dass der Spieler einen Bahnhof steuert und im Wesentlichen damit beschäftigt ist, Zügen halt die ja, Einfahrt und Ausfahrt aus dem Bahnhof zu steuern. Ja, kann ich hier auch plopp mal so den hier ranschieben. Ja. So, dann jawohl, koppeln wir hier ab, ändern die Fahrtrichtung, geben ein bisschen Gas, lösen die Bremse. Ja, und dann können wir die Lok so weit hier rausziehen, wie nötig. Und ja, jetzt kommt halt hier das Kunststück. Ja. Das schauen wir uns aber gleich mal an. So. Zack. Na. Zack, Bremse. Jawohl, es steht noch ganz gut da. Okay. Na. Jetzt ist es ja soweit, dass meine Geisterlok hier kommen muss. Okay, die Kupplung ist erfreulicherweise aktiv. Das heißt, das ist also gut. Der kann hier wirklich dran stehen. Dann schauen wir mal, wie das hier mit den Kontaktpunkten aussieht. Wie er da steht. Naja, das ist jetzt hier eben die Sache. Momentchen mal. Hier habe ich den, glaube ich, extra mit Karacho rauffahren lassen. Nicht langsamer als 20, okay. Dass er hier gegenpumpst und hierüber dann das Koppeln und den Fahrtrichtungswechsel auslöst. Das müssen wir uns nochmal dann im Betrieb anschauen. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir die Funktion haben. Zack. Zack, zack, zack. No. Hier haben wir unsere Geisterlok, die jetzt zum Einsatz kommen muss. No, die muss jetzt auf dem Ausfahrgleis raus und hier eben zum Sägewerk umgelenkt werden, damit er da die Wagen abholt. No. Okay. Das ist also dann die Funktion, ja, Get-Bretter leer. Ja, immer schön auf dem aufbauen, was man hat. Get-Bretter leer. Die holt nämlich die leeren Bretterwaggons vom Sägewerk. Bei den Bretterwaggons habe ich eben leider keine Möglichkeit, die zu beladen. Ah, okay. Ja, alles okay. Kein Problem, Death Knight. Keine Affäre. So, die 117, die muss auf jeden Fall umgestellt werden. Und es muss auch wieder die 116 gestellt werden. So. So, und das Signal lassen wir mal erstmal noch unbeeinflusst. So. Es muss Abzweig gerade. Abzweigfahrt, Fahrt. Und hier eben. Abzweig.
Na, die 117. Und dann haben wir ja noch das 110, die 120er Signale, das okay, 117 auf Abzweig, jawohl, Abzweig und Fahrt. Fahrt, damit geht er ganz außen raus. Das sollte es sein. Halt. So. So. Zack, und dann wieder. Hier meinem Kontaktpunkt zugewiesen. So, Kettbretter leer. Soweit, so gut. Dann verstellen wir erstmal alle Weichen. Die hier muss auf gerade, die auf Abzweig, die auf Abzweig und die. So. Und dann schauen wir mal. Zack. Mein Steuerauto löst die Funktion aus. Und dann sehen wir, die ist auf Abzweig gestellt, gerade, gerade. Das heißt, er fährt dann auf dem Außengleis lang. Und, jawohl, biegt hier ab Richtung Sägewerk. Sieht also soweit gut aus. Das heißt, wir können ihm tatsächlich erlauben, na, hier loszufahren. So. Und da. Zack. So. Jawohl, da setzt er sich in Bewegung. Weichen sind richtig gestellt. Kupplungen sind auch aktiv. Das sieht gut aus. Die Sache war, wo kriegt er dann den Impuls her zur Fahrtrichtungsumkehr? Ja. Schauen wir uns mal das am Sägewerk an. Na, da kommt er jetzt ja gleich auf diesem unsichtbaren Gleis an. Zack, da taucht so auf, ne? Durch die Scheune durch, so ein bisschen Tarnung. Dann ist aber die Frage, wie ist das mit der Fahrtrichtungsumkehr gelöst. Denn das ist jetzt hier nicht der Fall. Da kann er ja noch so heftig hier raufknallen. Und jetzt hat sich auch der Zugname geändert. Das ist ein bisschen blöd. Aha. Denn ich hatte den ja umbenannt in Ghost. Ja, weil er hat die Fahrtrichtung nicht geändert. Wenn ich jetzt in Gegenrichtung nur schicken lasse mit 20, dann fährt er natürlich raus.
sollte er hier auch richtig ankommen. Jawohl, und die leeren Waggons richtig abliefern. No. So. Ist mir noch was eingefallen, aber okay, genau. Das Abkoppeln klappt. No, und dann zieht er sich wieder hier hinten zurück in seine Hundehütte. Frage ist nur. Wir hatten den Ablauf dann doch schon mal, dass das geklappt hat, dass er die Waggons abholt. So, zack. Frage ist nur, hier haben wir keine Fahrtrichtungsumkehr. 120 ist halt. Halt 1 ist ja zum Holen. 1 signalisiert mir, dass ich. Okay, 120 ist gesetzt, wenn er schiebt. 122, wenn er holt. Und der 120 schiebt. Und den Kontaktpunkt, den kann er ja gar nicht auslösen. Dass er hier dann auch so langsam wird, das kann ja gar nicht gehen. Die hier, das wäre dann das Kupplungsmanöver. Das ist aber auch nicht das, was ich brauche. No. So. Und der ist beim. Der interessiert mich ja gar nicht. Eigentlich sollte es ja reichen. 122 ist halt. Okay, der ist ja nur beim Abholen. Okay. Heißt, den hier könnte ich also nehmen. Weil es fehlt ja vollkommen die Fahrtrichtungsumkehr. Habe ich die irgendwann mal rausgeschmissen? Halt. 122 ist ja. Er soll ja abholen. Um das geht's mir ja. No. Also die Kontaktpunkte, wenn 122 gesetzt ist. Das ist also der hier. 122. Nicht langsamer als 20. Und Kupplungen aktivieren. Okay. Und der hier. Und hier haben wir die Fahrtrichtungsumkehr. Ist eigentlich sollte er ja so. Okay, also der Spieler muss die Wagen hier eigentlich ein bisschen mit Abstand hinstellen, sodass die blaue Lok dann kommen kann, sie über diesen Kontaktpunkt schieben kann. Und dann sagt Klick-Klack. No. wenn ich mir das Ganze. Mal auch hier in der 3D-Ansicht ansehe. Zack, zack, zack. Sägewerk. Dann sehe ich ja hier die Kontaktpunkte, diese beiden. Und.
und der ist halt sehr knapp am Dings. Okay. Das ist eine Sache, da muss man noch mal knobeln. Wie wir das nochmal genau hinkriegen. Denk mal, wenn wir dem Spieler wieder eine Haltetafel hinstellen, dass er weiß, wo er die Waggons abstellen soll, exakt möglichst. Ja, das ist eine Sache. Dann kann nämlich die blaue Lok ankommen, ankoppeln und sogar nochmal nach vorne schieben, sodass er den Kontakt hier wirklich auslöst, um die Fahrtrichtungsumkehr anzustoßen. Beziehungsweise war das nicht sogar so, dass ich hier mal so ganz kräftig auf Aufprall das probiert habe. Ja, dass die Lok hier so kräftig ranfährt, dass sie alles auf den Puffer schiebt, zurückprallt und wieder ranschiebt und dadurch dann eben den Kontakt auslöst. Ja. Okay. Das ist eine Sache, die werde ich nochmal gründlich testen müssen. Ja, und mir das ausknobeln, das und wie das funktioniert. Für heute, denn wir haben es ja kurz vor morgen, ja, soll es das aber soweit erstmal gewesen sein. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir haben ja heute ein ganzes Stück geschafft. Hier die Abläufe. Ein bisschen noch zu automatisieren, dass wir da unsere Auftragssteuerung hinkriegen, ne? Dass der Spieler dann angesagt kriegt, was er wohin bringen soll. Und da denke ich mal, werden wir dann nächste Woche auch weitermachen. Ne? Morgen wird ziemlich, wie gesagt, nicht. Morgen ist ja Donnerstag, da wird getanzt. Und ich speichere hier erstmal ab. So, zack, okay. Und dann können wir hier schon mal so ein bisschen auf den, ne, Verabschiedungsbildschirm gehen. So, zack. Ne? Ja, für heute hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Freue mich auch. Neues Gesicht, Dark Knight. Ne? Hoffe, wir sehen uns wieder. Wie gesagt, morgen kein Stream, aber Freitag ab 20 Uhr geht es dann mit dem Let's Showplay Minecraft weiter. Habe ich auch wieder offscreen ein bisschen gemacht. In meiner Welt können wir uns noch ein bisschen umgucken und da dann weitermachen am Rand des Mesa-Bioms. Was Interessantes. Ne? Samstag dann wieder Test Drive Unlimited. Samstag ab 19 Uhr. Freitag ab 20 Uhr geht es dann weiter. Ja. Und ja, bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfiehlt mich weiter. Adieu mit Ö. No?